So, wir schauen uns heute oder wir machen heute mal ein bisschen anderes Update. Und zwar gehen wir, ich sag mal, in den Bereich der Esoterik. Auch jetzt ganz kurz vorneweg, alles, was ich erzähle, erzähle ich den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Alles andere ist tausendfach erklärt. Ich schalte gleich einmal den Bildschirm an und wir schauen uns das heutige Update zuerst einmal den geschriebenen Teil an und lasse dann gleich jedes entsprechende Video laufen. Dazu übertrage ich den Bildschirm. Und das ist jetzt das Update. Das Update heißt: Wann legst du Geistesfunken dein Narrenkleid ab? Man sieht schon an dieser eigenartigen Schreibweise, wenn man jetzt, ich sage immer wieder, sollte einer zufällig auf dieses Video jetzt geklickt haben, dass in dem Wort Kleid das Leid mit drin hängt und ich betone immer wieder, dass Worte in dir Vorstellungen auslösen. Das ist ein zwanghafter Mechanimus, ein Mechanismus. Jetzt, wenn ich natürlich weiß, dass das hebräische Wort Mech, also Mchet in Kurzform Gehirn heißt und Ani ist praktisch das menschliche Ich, das blaue Ich, ist ein Gehirn-Ich, so wie das Gehirn eigentlich alles blau ist, alles Ausgedachte. Dieser Mechanismus, dass du reagierst auf Reizauslöser. Man müsste so genau werden, weil der normale Mensch sich so selber zerdenkt. Was meine ich damit? Ein Musterbeispiel. Ich sage, irgendein Geräusch taucht in dir auf, ein Name, und dann denkst du an eine ganz bestimmte Person. Hättest du einen anderen Intellekt, also würdest du eine andere Logik zum Denken benutzen, würde derselbe Name dich an ganz anderen Trockennasen aufdenken lassen. Oder was ein schönes Beispiel ist, du siehst zum Beispiel ein Hakenkreuz. Dieses Hakenkreuz ist eigentlich nur die Bezeichnung für einen Ordner, wo du im Hintergrund eine ganz persönliche Meinung hast. Dies, deine persönliche Meinung ist übrigens nicht deine Meinung, es ist die Programmierung aus Elternhaus und Schule. Hättest du eine hinduistische Programmierung, würdest du feststellen, wenn du zum Beispiel mal, und ich bin jetzt bröstlich raumzeitlich, wie ich das nenne, wenn du mal Urlaub auf Mauritius machst oder in Indien machst, da sind auf so vielen Mauern sind Hakenkreuze aufgezeichnet. Das geht so weit, dass sogar in manchen Bezirken in Indien auf den Autonummern des Swastika Genau. drauf ist, dieses Hakenkreuz drauf ist. Ja, leben da bloß Nazis? Und du merkst jetzt schon diese Einseitigkeit, wie unendlich blind die dich macht. Du lebst in einer Vorstellungswelt als Brösel, wo du dich hineindenkst, die ausschließlich nur aus der Meinung irgendwelcher Figuren anderer Menschen besteht, weil du noch keine eigene Meinung hast. Deine komplette eigene Meinung, gleichgültig, was du für eine Meinung vertrittst, ist ein geistlos nachgeäfftes Geschwätz. Den Schuh wirst du dir anziehen müssen. So, und jetzt fange ich einmal an. Wir hören uns jetzt ein Video an von einem relativ bekannten Mystiker, hängt natürlich davon ab, was für eine Programmierung du hast, und das starten wir ein bei 26 Minuten, exakt bei 26 Minuten. Und ich schreibe jetzt: Höre bitte bis genau 28. Das ist dieses Video, und vorneweg, das lassen wir gleich laufen, mache ich diesen kleinen Vorworte noch. Und jetzt schau dir diese, und dieses E ist immer das bist du und ich. Der vom Bücherregal, wie ich das nenne, und der, der jetzt ein Buch liest und dadurch in der Vergessenheit ist. Geistreiche Erklärung. Und da ist es natürlich ganz interessant, weil ich jetzt statt dem Ä, das ist ein A mit zwei Bündchen drüber, das ist JCHICH. Das schauen wir uns dann noch genauer an. Das E-Quadrat steht für diese Energie in der Einstein-Formel, wenn du ein Physiker bist. Und du solltest eigentlich alles ehren, weil dieses R, das ist das E-Quadrat, ist der Kopf. Das ist der geistige Kopf, in dem sich alles abspielt. Ich sage immer, die 200 Gramm rote Niere, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, ist ein träumender Geist. Dieser Geist ist die Energie und die wird von Augenblick zu Augenblick in eine andere Form umgewandelt. Und du siehst nur deine eigenen Formen, genau genommen deine eigenen Informationen. Du Geist siehst nur das, was du dir selber ausdenkst. Gleichgültig, ob jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob du auf deine VR-Brille erstmal irgendetwas optisch realisierst. Das ist in den vorhergehenden Selbstgesprächen, vor allem in dieser Dreier-Version, Version 1, Version 2, Version 3, wiederhole ich das gebetsmühlenhaft,
Mach dir bewusst, du erlebst nur deine eigenen Informationen. Ein träumender Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt. Das ist eigentlich jetzt normal gesprochen ein Mensch, der immer nur seine eigenen Informationen zu sehen bekommt. Sobald du die anderen Menschen ausdenkst, gleichgültig, ob du die jetzt nur denkst oder ob du die sinnlich wahrgenommen auf deiner Farbbrille zu sehen bekommst, die kriegen das nicht mit, dass du sie denkst. Kein Gedanke kriegt mit, dass du ihn denkst. Und alles, was du glaubst, was diese Menschen erleben, erlebt niemals irgendwas Existierendes. Alles, was existiert, existiert immer nur in dem Moment, wo du es denkst. Und es wird genauso sein und das erleben, was du glaubst, dass die Dinge erleben, die du dir ausdenkst. Sie erleben aber trotzdem nichts. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Punkt. Damit lasse ich es gut sein. Call kannst du anklicken, das ist alles. Und ich habe jetzt hier drei Werte für 6er20 rot gelesen. Das ist das dann mal der Jahwe. Das ist jetzt auch so eine Sache, wenn ich den jetzt anklicke, muss dir klar sein, nur dieser kleine Absatz, ich bin da sehr oft drauf eingegangen, wird jetzt zu weit führen. Ich würde es kurz halten, beschäftige dich damit. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich sehr, sehr genau damit auseinanderzusetzen, in dir selbst dich damit auseinanderzusetzen. Das sind also jetzt hier rote Begriffe für die 26 und dann nochmal 5 Stück. Gibt es natürlich wesentlich mehr, darum schreibe ich hier unter anderem, man kann das auch blau lesen, und nochmal 5 rote Begriffe für die 28. Du merkst hier schon dieses JHWH, wenn wir 2 dazu zählen, dann gibt es BJHWH. Dieses Wort kommt übrigens, das heißt Injave. Das kannst du dir auch anschauen. Und jetzt hören wir mal ganz definitiv uns diese Baum in diese 2 Minuten an. Schauen wir mal. Und wir treffen uns heute unter der Überschrift Der Schmuck des Erlösers, es ist das Narrenkleid. Ich habe zu Epiphanias über das Narrentum des Erlösers gesprochen und werde es heute nicht mehr tun, außer hier kurz zu berühren. Ich sagte schon einmal, machen Sie sich bitte keine falschen und keine kitschigen Vorstellungen vom Avatar. Streichen Sie alle Bilder, die Ihnen bei diesem Wort naheliegen. Alle. Sie werden sehr umsonst ansonsten warten müssen. Der Avatar ist ein Narr. Er geht den Narrenweg. Und diese Narretei, dieses Narrenkleid, dieses Fetzenkleid, ist der Schmuck des Erlösers. Auf Anhieb schwer zu verstehen, aber wir kommen noch zu Themen, die vielleicht eine Brücke bauen, dem ein wenig näher zu kommen. Nach dieser Dreiheit kommt als 4. Säule natürlich das Thema, und wie macht man jetzt das alles? Wie sieht die konkrete Umsetzung aus, wenn wir mal diese Dreiheit mit ihren Beziehungen und Themen anschauen? Und die Antwort, die da heißt, die 4. Säule, ist Magie. Magie heißt jenes Tun, das da allein Welten bewegen kann, das da allein das Chaos ordnen kann, das da allein die Macht hat, zu vollenden das große Werk. Dein Leben ist Magie. Und Punkt. Das ist dieser Text. Und jetzt schauen wir uns diesen geistreiche Erklärung einmal etwas sehr genau an. Das ist jetzt hier, wir gehen jetzt das Wort für Wort einmal durch diese 2 Minuten. Und das sind schon die Kleinigkeiten. Bi auf Hebräisch rot gelesen heißt in mir. Auf Griechisch heißt es 2. Das sind immer 2 Erscheinungen, das ist das HWH, das ist der Wellenberg und das Wellental von einer Gedankenwelle. Und die beiden zusammen sind in der Synthese letztendlich die Energie, ich sage mal die Nulllinie oder der Nullpunkt, aus dem alles herausspringt. Und das Ganze beginnt jetzt Hieros, hier. Wieso schreibe ich das so seltsam? Weil das griechische Hieros heißt hier heilig, göttlich. Hier der Text, DR.
geöffnete Berechnung, blau gelesen, das hebräische Wort der hebräische Generation, ich erwähne das immer wieder, haben wir zwei Spiegelecks, die auseinandergeschmissen werden, von 26 Alpha bis 28 Omega. Ich bin das Alpha und das Omega. Das ist das, was ist. Was krass ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. Und jetzt muss man den roten Bereich bereichern. Im Spiegel eine Kollektion muss man verstanden haben und meine Metapher dazu besteht schlichtweg, da ist ein wirklicher Schöpfergeist, das ist JCH und sobald der meine Computermetapher zum Lesen anfängt, ein Buch in die Hand nimmt, geht er in die Vergessenheit und spielt eine Rolle wie ein Spieler in einem Videospiel, der sich mit seiner Spielfigur verwechselt in dieser simulierten Welt. Und jetzt staune und verstehe, es beginnt bei BI, AI heißt übrigens nichts, im Nichts. Und dieses Nichts ist JHWH. Das ist jetzt der Originaltext, du kannst es übrigens auch einmal mitlaufen lassen. Wir treffen uns heute. Sehr interessant, sobald wir uns als Brösel treffen, machst du aus dem I einfach wieder ein A mit zwei Bündchen drüber und dann kriegst du die heute. Die heute, heute hüllt dich praktisch ein. Das ist die Haut, das ist dieses große Spiel, das Ohr, das hier sich der Adam anlegt, nachdem er aus dem Paradies herausgeschmissen hat. Da heißt es, und sie machten sich eine Haut, also mehr oder weniger, sie legten sich ein Ohr, ein Fell an, eine Haut. Bin ich reichlich darauf eingegangen, darum ist dieses heute, wird gleich ausgesprochen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wir machen nur aus dieser Energie praktisch ein A mit zwei Bündchen drüber und das ist eine Gedankenwelle und das ist das HBH aus dem Jahwe. Unter der blauen Überschrift, wir wissen in unserer Metapher El Hayom, Gott, das Meer ist unten und über dir drüber ist das, was in dir auftaucht, darum heißt es die generierte blaue Überschrift, hast dieses äußere BR, man kann auch das BR lesen, Polar erweckt lesen. Und ich mache jetzt nur BR, über dir ist die äußere Schrift. Das ist das Blaue, was du zu sehen bekommst. Der Schmuck des Erlösers, das Los übrigens, hebräisch gesprochen, heißt pur. Kann man auch hier umsetzen mit für oder vor im Englischen. Die Form des Erlösers, das ist das Narrenkleid. Und ich erspare mir jetzt, das kannst du anschauen, wenn ich immer rot und blau mache. Immer unten die kleine Tabelle anschauen, das ist eigentlich das Wesentliche. Wir machen das bei einem kleinen Beispiel, das ist jetzt praktisch dieses ER. Und das Rotlesen ist dann die geistige Quelle, ist der Kopf, der rote Kopf, Bereshit, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen, das ist das erste Wort, das ist der Anfang von allem. Und blau gelesen heißt es eine augenblickliche Berechnung. Und darum ist es hier zum einen der Feind, das ist das Blaue, da steckt natürlich viel mehr. Immer dran denken, wenn du ein Wort hast. Du kannst nur schauen, wie du im ersten Moment reagierst und das Wort Feind ist erst einmal nur negativ besetzt bei deiner jetzigen Programmierung. Und man kann das durchaus positiv machen. Das macht das Rot-Blau-Lesen. Es wird in dir etwas aufgeweckt, es wird in dir etwas erwachen. Aber bist du dabei wach oder träumst du nur? Der Zustand des Träumens ist ja eine Eigenart. Du schläfst, obwohl du ja etwas erlebst im Traum und etwas erleben heißt, da muss ein Bewusstsein da sein, das etwas erlebt, aber solange du glaubst, dass du jetzt wach bist, im normalen materialistisch-logischen Sinne schläfst du. Und in dem Moment, wo du weißt, dass du jetzt schläfst, bist du im geistigen Sinne wach. Du bist Geist, du bist ein träumender Geist. Und da kannst du dir das einmal noch genauer anschauen. Und wie gesagt, ich kann immer sagen, die geistige Reife bestimmt jetzt, und das hat nichts mit Esoterik zu tun, ich komme hier noch auf die Hose Esoterik, es ist schlichtweg und einfach ein Computerprogramm. Ich sagte schon einmal, rot gelesen Ain heißt nicht existierend und Mal heißt von Gott. Gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, das A kann man weglassen. Machen Sie sich bitte keine falschen. Und jetzt kommt hier, gehen exakt bei 26, das sind 1586 Sekunden. Du solltest jetzt zusätzlich wissen, 10, 5 gelesen heißt Gott in der Kurzform Ja und 86 ist UP. El Hayom, Gott das Meer. Und ich habe jetzt, ich bleibe hier bei diesen Sekundenangaben, immer bei den Pyramidenwerten.
Und das ist jetzt zum Beispiel die Gerechtigkeit, der Rechtsspruch, das Recht, die Barmherzigkeit und die Rechtfertigkeit. Genau genommen mit dem Kaf am Ende heißt es, deine Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit bestimmt letztendlich, wie die Welt ist, die du jetzt erlebst. Nochmal im Kontext, machen Sie sich bitte keine falschen und keine kitschigen Vorstellungen von Avatar. Avatar ist praktisch diese Spielefigur, wenn wir den Avatar uns jetzt anschauen, geh einfach in dein Internet, schau dir den Avatar an, was der Avatar ist. Ich habe ihn unten dann, glaube ich, nochmal reingestellt. Ja. Wenn ich das jetzt rot schreibe, heißt es hier Avatar, Avatar. Das heißt dem Schöpfer Vater UB 86 Al-Hayyum. Mach dir kein Bild von Gott. Das erste Gebot. Wenn ich Gott als Schöpfer setze, muss dir klar sein, dass du als träumender Geist, ich sage schlichtweg und einfach reduziert als Denker, du bist der Gott für jeden Gedanken, den du denkst. Du bist der Schöpfer für jede Information, die du jetzt durch Denken in dir aufbaust. Das ist hundertprozentig sicher, egal an was du denkst. Du erschaffst durch Denken hier und jetzt in dir eine Information. Und die wird von dir erschaffen, genau genommen von dir in Verbindung mit einem extrem fehlerhaften Programm. Das ist diese Computermetapher, die ich immer wieder wiederhole, unter anderem, dass ich sage, du bist ein Computer als Symbol und du hast zurzeit Daten und eine Logik, eine Software in deinem Arbeitsspeicher, eine Verknüpfungs- und Berechnungslogik und alles, was auf dem Bildschirm im Computer, das heißt alles, was in deinem Bewusstsein als Information auftaucht, steht und fällt mit dieser Logik, mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist die grobe Metapher. Holofeeling zerstört dein komplettes jetziges Weltbild und baut ein viel komplexeres auf. Mit ganz anderen Möglichkeiten. Bei 1592, das heißt wieder Gott, und die 92 ist unser Zebaot, Jahwe Zebaot. Zeb, diese 92 heißt eigentlich Testudo, ist eine Schildkröte. Shin, das ist das lateinische Wort Testudo. Und die Schildkröte Shin Illet heißt der Logos des Kindes und Rot, der Rote ist der Adam. Kannst du ja mal hier den Begriff dann anschauen. Streichen Sie alle ausgedachten Bilder, die Ihnen bei diesem Wort neu liegen. Alle. Das heißt bei Gott. Bei dem Wort Gott. Mach dir kein Bild von Gott, heißt definitiv auch, mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist nicht der Gedanke, nicht dieser Affe, an den du denkst. Du bist nicht dieser Körper oder dieses Gehirn. Egal, was du denkst, es entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Und der nächste Gedanke zerstört diese Information. Das ist der ständige Wechsel von Gedankenwelt. Be'ilet übrigens auf Hebräisch heißt im Kind. Ilet heißt Kind und er heißt der Weg. Blau gelesen. Es wird alles im Kind. Man könnte jetzt dieses Beele, das Rote machen, in dem roten Kopf erweckt. Sie werden sonst, da macht der kleine Sprechpause, dieses Pixelmännchen, ansonsten warten müssen. Den Klammerbegriff habe ich eingefügt, da sagt er nicht, ewig auf ihn warten müssen, auf den, der dir erklärt, was du selbst bist. Jetzt kommt 16.00. Der Avatar ist ein Narr. NR alleine gelesen, für sich heißt übrigens ein flackerndes Licht. Dein geistiger Vater, Schöpfervater ist UB86 Alhim und er, rot gelesen, sind wir zwei, spielt als Brüssel UB, das steht jetzt für den Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, das Pixelmännchen, nur einen Narren. In deiner derzeitigen, der heißt generiert Mom, Endonen, T-Raumwelt, Spiegelwelt, Traumwelt. Nochmal kurz, Mom heißt Fehler, sobald du dir was ausdenkst, scheint es in dir ja zu füllen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel den Mond ausdenkst und du glaubst felsenfest und du würdest beschwören, dass der jetzt da oben auch dann im Himmel ist, wenn du ihn nicht siehst, der hat jetzt die ganze Zeit nicht existiert. Und in dem Moment, wo ich sage, denke mal an den Mond, schon wenn du das Wort Mond aussprichst oder denkst, ist das Geräusch Mond da und jetzt schau einfach in dich rein, was du glaubst. Glaubst du, dass da oben auch dann ein Mond ist, wenn du nicht an ihn denkst, dann brichst du das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Oder du denkst jetzt den Eiffelturm nach Paris. All die Sachen existieren erst, wenn du sie denkst. Zuerst einmal als Worte und du kannst aus diesen Worten Vorstellungen machen. Und das Ganze basiert doppelt aufgespannt als Gedankenwellen, die hast Brand.
Brandopfer. Ein polarer Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Da haben wir jetzt den Avatar, kannst du nochmal genau ablesen. Es ist ein Gott, der hinabsteigt in seine Traumwelt. Er geht den Narrenweg. Und diese Narretei, dieses Narrenkleid, dieses Fetzenkleid, jedes dieser Wörter, wer es jetzt wäre, dass man sie länger anschaut. Und jetzt kommt bei genau 1615 ist der Schmuck des Erlösers. Auf Anhieb schwer zu verstehen. Aber ab heißt ja vorderrot gelesen, blau gelesen, aus 1, 2, 2 heißt es aufblühen und wir sind jetzt ganz im Roten. Das englische Wort wird jetzt ab ausgesprochen, gleich wir, das heißt ich und ich, wir zwei. Ich, dem ich das jetzt erzähle, und das ist ein Selbstgespräch, ich erzähle es mir selbst, komme noch zu den Demen, die vielleicht eine Brücke bauen, um dem ein wenig näher zu kommen. Das ist der Originaltext. Ich habe jetzt das so komisch geschrieben. Le heißt auseinanderschmeißen. Das sind viel Le, auseinandergespitzte kleine Ich, die sich hier spiegeln in sich selber. Das sind die Geistesfunken jetzt als Brösel, die du um dich herum dir ausdeckst. Das sind viele blaue Ichs, viele Menschen, die eigentlich nur Spiegelungen sind von dir selber. Und wir werden vielleicht eine Brücke bauen, um dem ein wenig näher zu kommen. Und jetzt frage ich, wem? Den großen Pontifex, den Brückenbauer, der dich von dem Diesseits wieder in das Jenseits zurückführt, obwohl das gar nicht möglich ist, weil du das gar nicht verlassen hast als träumender Geist. Ja. Zu dem Großen, man muss wissen, dass das Ross ist im Hebräischen Sus und der Geist ist Gott und dann kriegst du das Jotsus, den Jesus ist eigentlich der Geist, der des Ross ist und das ist E Quadrat N. Diese Energie ist reines Sein. Sein heißt, es steht rot für Bewusstsein, Bewusstsein ist nicht existierend. Jetzt kommen wir zur 1632. Nach dieser Dreiheit, rot gelesen, und jetzt habe ich hier schon ein Delta, ein griechisches DL, ein geschlossenes L, ein Delta heißt Gott. Das ist ja das, der griechische Groß-G-Ross-Buchstabe für die Drei. Man kann jetzt das auch Dreiheit rot gelesen oder DR-Eiheit, das ist jetzt hier definitiv wieder eine geöffnete Berechnung und das ist der Augenblick auf deines Intellekts, der ja eigentlich selber nicht sehen kann, das ist ein Trümmerhaufen. Die ewige Dreiheit ist die Rode, bin ich, dann UB in der Mitte und ich in Form von dem, der jetzt sich mit dem verwechselt, der jetzt vor dem Computer sitzt. Und das steckt in dem Wort Jupiter dann drin. Das ist dieses J-U-B-I. Ich schreibe immer Ich-U-B, aber genau genommen ist eigentlich der U-B das erste. Dann kommt J-C-H, I-C-H, dann das große blaue Ich, das kleine blaue Ich. Und die kommen jetzt, die vergängliche Dreiheit ist Ich-Mensch, heißt eigentlich Ich-Konstrukt, Werte und Interpretationsprogramm. Ein Mensch ist ein komplettes Leben. Das ist praktisch das Programm, das zurzeit in dir läuft. Dann ich als Brösel, als Person, an die ich zurzeit denke, je nachdem, ich sage immer, auf welcher Seite ich mich jetzt in meinem Lebensbuch befinde, das ich durchschauen muss. Und dann die Informationen, die ja aus diesen Menschen, aus diesem Programm herausspringen. Als ständig wechselnde Informationen. Kommt die vierte und dieses Code zusammengeschmissen, Wellenberg, Wellendal, ist eine einzige Erscheinung. MD heißt dann Tod. T-O-T. Tod. Das lateinische Wort heißt so viele Erscheinungen. So viele gestaltgewordene Erscheinungen oder Spiegelungen. Die vierte, und das sind die vier T, und jetzt mache ich das rot, und dann setzen wir jetzt mal die neun, und dann heißt es vier Spiegelsäule. Du kannst jetzt, ich habe jetzt hier verschiedene Begriffe, die auch Säule oder Kapitelchen, Kapitel von Kapitel. Das Wort Kapitel, das Köpfchen, kommt vom Wort kaputt. Und ich sage immer wieder, wenn dein kaputt kaputt geht, und da stammt dann auch das Wort Kapital her, das ist ein todbringendes Verbrechen. Das Ganze baut jetzt immer symbolisch auf einer Wirbelsäule auf und wir BL heißt wir in Gott. Wir in diesem Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Und das sind nur zwei, das heißt, die erste Urwelle ist J-C-H-I-C-H. Das Thema, und wie macht man das jetzt alles? Wie sieht die konkrete Umsetzung aus, wenn wir uns mal von Gott, wir, Geist von Gott, diese Dreiheit mit ihren Beziehungen und Themen anschauen?
Jetzt kommt die 1652. Pyramidenwert rot. Und die Antwort, die da heißt, die vierte Vierspiegelsäule heißt Magie. Das ist die 43. Und das ist hier sehr, sehr oft, was ich bringe, dieses Spiel, wo eigentlich ein Mensch, der normal denken kann, sich irgendwann nochmal klar machen muss, dass alles, was ihm Physiker oder Theologen erzählen, schlichtweg und einfach geistlos nachgeschwätzt ist, was in Sackgassen führt. Hier kriegst du mit Holofeeling einen kompletten Gesamtzusammenhang, der sich nicht nur auf Physik, auf Chemie, sondern auch auf alle Sprachen und alle Religionssysteme der Welt bezieht. Ob das jetzt der Koran ist in Arabisch, ob das die hebräische Tora ist, ob das die Upanishaden in Sanskrit sind, es ist allumfassend in einem reinen arithmetischen Sinn. Wenn man die Reife nicht hat, wird dann dieses kleine Wunderwerk, bloß diese kleine Tabelle. Dann habe ich hier zwei Kinofilme eingespielt. Aktuell der letzten, jetzt ausgedachten Jahre. Dieses Dark, die drei Teile, dann hier das Tenet. Wenn du meinst, es ist Zufall, ich betone nochmal, ich bin der Schöpfer deiner Welt. Du lebst in einer offenen Welt wie in einem Videospiel. In einer unendlichen Komplexität, die du dir nicht vorstellen kannst, die ich zurzeit als Narr in deinem Traum dir versuche verständlich zu machen, und es ist alles Wissen in dir drin. Ich kann das freischalten. Es kann sein, dass du morgen wach wirst. Morgen heißt jetzt. Weil es wird in der Zukunft nichts passieren. Das wiederhole ich immer wieder. Diese einfachen Sätze, sorge dich nicht um morgen. Wenn du dich jetzt um morgen sorgst, dann sorgst du dafür, dass du dich jetzt schlecht fühlst. Und wenn du Feindbilder in dir trägst, sorgst du dafür, dass du dich schlecht fühlst. Und einer meiner ersten Gebote ist schlichtweg und einfach, und jetzt spreche ich hier als Jesus, als Isha für die Hebräer, für die Moslems, ist ganz definitiv, liebe deine Feinde. Liebe dein Ra. Liebe alles, was dir böse erscheint. Mach dir mal bewusst, wie viele Feindbilder du in dir trägst. Gut, du hast weniger Probleme, wenn du sagst, ich bin ein Atheist, dann spreche ich dich frei, aber sobald du sagst, ich bin ein Christ oder ich bin ein Moslem, spreche ich dich davon nicht frei. Auch hier weise ich nochmal darauf hin, wenn du ein Moslem bist, lies schlichtweg und einfach deinen Koran, und zwar nicht in einer einseitigen Auslegung. Lese deine Bibel oder deine Tora nicht in einseitiger Auslegung. Da sind 10 Gebote drin. Und diese 10 Gebote sind auch für jeden Moslem geltendes Recht. Das schreibt dir der Koran vor. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber da sind diese eigenartigen Spiegelungen, die 81, 43, und wir spiegeln das immer wieder mit die Einer, die Zehner und die Hunderte Ebene weglassen. Das ist dieses Prinzip. Einfach reinlesen. Die Schriften sind alle in der Offenbarungsseite kostenlos. Und es geht natürlich dann noch wesentlich weiter, dass du merkst, du kommst aus diesem Spiel der Spiegelung überhaupt nicht heraus. Magie heißt jenes Tun. Nachschauen, das ist jetzt nur die Buchstabe T-U-N. Wir können da ganz kurz. Das ist der Ton. Die Art, wie fokalisiere ich etwas. Zuerst einmal ist es da unten eine Spiegelung, ist eine aufgespannte Existenz. Das ist zum Beispiel Wellenberg und Wellendal. Der Klang, der Ton. Es reicht, wenn du dieses Rot-Blau-Lesen absolut aus dem FF beherrscht. Es ist ganz leicht zu lernen. Die rote 9 ist der Rai, das heißt Spiegel. Das ist der Kopf des Schöpfergottes einzeln gelesen, diese Symbolik, wenn du jetzt da RAI hinschreibst. Und da ist verbunden, ein absolutes Verbundensein. Esain ist das Bewusstsein, ist nicht existierend. Die Spiegelungen, die auftauchen, sind immer aufgespannte Facetten, die zu existieren beginnen. Welt, polarer Rand, das heißt Fundament. Und das ist natürlich auch interessant. Bewegen kann, ist ein Fundament, das zu existieren beginnt. Schau mal, was diese hebräischen Worte heißen. Das ist übrigens alles, was hier drin steht in den Matrix-Explorer. Da kannst du in vielen Wörterbüchern nachlesen. Das sind zwar das Wesentliche dran, aber das ist nicht nur aus einem Wörterbuch, wenn du nachschaust, sondern aus vielen Wörterbüchern. Hebräisch-Deutsch. Dass da allein das Chaos geistreich ordnen kann. Das Tohuwabohu habe ich jetzt hier hingesetzt. Das ganz am Anfang findest du das in der Schöpfungsgeschichte.
dass da allein die absolute rote Macht hat zu vollenden, und das ist jetzt diese vollenden rot und vollenden, das ist diese Vielheit um dich herum, das große Werk von Jesus, ich obeis, denn Leben ist Magie. Und das endet jetzt genau bei 28 und dann ist Schluss dieses Video und dieser Schluss, das absolute Ende ist Sub. Das habe ich jetzt hier hingestellt in einer Kurzform. Sub, das Ein Sub. In der jüdischen Mystik ist das Bewusstsein UBs. Und dieses Sub bedeutet schlichtweg einmal das Ende. Man kann das natürlich auch blau lesen. Das Hier und Jetzt ist das ewige Ende. Es gibt nur Hier und Jetzt. Alles, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Hier, in dem roten Hieros, in dem heiligen Ganzen. Kamera Obscura Prinzip. Der Punkt zwischen dem Obskuren und dem Gewölbe, das du vor dich hinstellst, was nur dein ausgedachtes Gesichtsfeld ist. Genau in diesem Punkt spitze ich alles ab. Das ist das rote Hieros. Das heilige Ganze ist hier und es passiert jetzt. Und dieses Wort jetzt ist übrigens ganz interessant. Gott ist E oder He. Ja, Gott, E-Quadrat, ist TZT, das sind zwei Spiegeln und zwischen diesen zwei Spiegeln oder diesen zwei Erscheinungen ist der eigentliche Rai. Das ist Z, der Geburtsgeber, der ewige Geburtsgeber. Das ist jetzt hier dieses Spiel. Und da gehe ich jetzt da mal zurück, da haben wir uns jetzt reingelesen. Und jetzt komme ich ein bisschen zu den Dorvald Detlefsen und ich habe eigentlich vor, dass ich nicht so arg ausufer. Wir wollen das relativ kurz halten. Wir schauen uns das erst einmal. Das ist also hier eine Kavanagh-Vorlesung. Da könnte ich jetzt sehr, 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 sehr viel sagen, weil das eine eigenartige Mischung ist. Die muss zuerst klar sein, wenn ich jetzt den Internet-Eintrag aufmache, du liest jetzt was und du denkst dann an Menschen. Und ich sage jetzt immer Cut. Der große Schlüssel liegt in dem Wort Cut. Dieses Cut ist, was ist jetzt da? Das ist das Einzige, was jetzt existiert. Es gibt für existierende Dinge kein Vorher und kein Nachher. Und ich betone immer wieder, das ist hundertprozentig sicher. Das, was du jetzt siehst, siehst nur du. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Das muss in dir installiert sein. Das ist kein ESO-Geschwubbel, kein geistloses, religiöses Geschwätz, wo du dir eine Vergangenheit ausdenkst, wo du glaubst, es ist hundertprozentig sicher, dass all das, was man dir erzählt hat, stimmt. Vergiss es. Vergiss es. Es ist Lüge. Tausende von Versionen, jeder äfft irgendwas nach. Darum sage ich jetzt ganz nochmal mit Nachdruck. Kannst du das beschwören, was du glaubst? Schau einfach. Was du hundertprozentig sicher beschwören kannst, ist das, was jetzt da ist. Du kannst beschwören, dass der Moment, in dem Moment, wo du ihn anschaust, existiert. Und dass dieser Moment, in dem Moment, wo du ihn siehst, deine Information ist. Das ist hundertprozentig sicher. Und dir wird jetzt klar, dass mit dem nächsten Gedanken dieser Moment zerstört wird und ein neuer Moment in dir auftaucht. Und jetzt kann ich immer wieder nur in diesem Moment, dieses Mom, alles, was du dir ausdenkst, scheint in dir zu fehlen. Kann aber nicht fehlen, weil es eine Information ist. Egal, wo du dir was hindenkst, es ist hier und jetzt, hier, rot gelesen und jetzt deine Information. Und mit nächsten Moment, und jetzt denk an die 2 mm, Mim ist übrigens das Wasser, die kreisen das U in der Mitte, schau das kleine Bild an. Bild, 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 wie wenn du einen Film anschaust, wo du weißt, auf der Datei sind alle Bilder gleichzeitig. Und so wie jetzt auf dem Monitor alle Worte gleichzeitig sind, versuch einmal die gleichzeitig auszusprechen. Und dann wirst du feststellen, dass jedes Wort, das du aussprichst, sprichst du jetzt aus. Das ist hundertprozentig sicher. Darum ist der äußere Wert ist 86 und 86, wissen wir, ist blau gelesen, heißt das erste Mal aufgespanntes Wissen. Die blaue 6 ist aufgespannt, die blaue 80 ist blaues Wissen. Du kannst nur das wissen, was jetzt da ist. Du musst es denken und der Atmaschwert ist 100, das steht für Affinität. AFF, die Schöpfung von zwei Facetten. Du schaust aber bloß eine davon an. Der verborgene Wert ist die rote 86. Das ist jetzt die Weisheit in der Weisheit, aus der das entspringt, wie das weiße Licht in der Symbolik, in der Physik, das aus allen Farben besteht. Ja. Weil ich es ja extrem erweitere. Das sind jetzt, da gehe ich immer wieder drauf hin, das ist ein unendlich präzises System. Und wir schauen jetzt den Dorvald Detlefsen und ich mache jetzt das wirklich nur sehr, sehr kurz.
Der ist ja ganz interessant in Herrsching. Ein Geschenk des seinen Geistes am Ammersee geboren und so weiter und so weiter. Das ist einmal uninteressant. Das ist jetzt so der Werdegang und was hier bei dem Detlefsen ist. Immer daran denken, ich könnte jedes einzelne Wort, wo jetzt da steht, zu einem 400-Seiten-Buch machen, dass du einigermaßen die Tiefe verstehst. Das hast du zuerst berühmt wurde durch das Buch und ich rede jetzt bewusst chronologisch, raumzeitlich, Schicksal als Chance. Detlefsen hat in seiner Position in dem Buch Schicksal als Chance beschrieben, er ist davon überzeugt, dass der Mensch den Gesetzen des Schicksals unterworfen sei, dass ihm zum Lernen, das heißt, Möglichkeiten zur Erweiterung seines Bewusstseins aufzeigt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja. In der Weigerung des Menschen, diese neuen Themen in sein Bewusstsein zu integrieren, sah Detlefsen eine Missachtung der Schicksalsgesetze, der kosmischen Ordnung, was zu Leid führt. Das heißt, du hast zu lernen, alles und jeden zu lieben. Liebe deine Feinde. Und in dem Moment, wo du dich dagegen wehrst, andere Sichtweisen, andere Perspektiven in deinem Bewusstsein Einlass zu gewähren, jetzt ist natürlich das Bewusstsein, muss man wieder machen, das Bewusstsein rot, es sei ihn, ist nicht existieren, ich rede jetzt von Informationen. Du verwirfst unendlich viel durch das in der Esse. Und das enthält. Zufolge gibt es eine Reihe von Schicksalsgesetzen, wie das Gesetz des Anfangs, das Resonanzgesetz, gleich und gleich Gesetz, ich kann es und das sogenannte Polaritätsgesetz. Da hören wir uns dann gleich ein paar Sachen an, wonach das menschliche Bewusstsein Pol A ist. Das ist natürlich Dual und Poal, Poal, diese kleine Radix, das ist die Welt der Zeitformen, das brauchst du immer wieder, dieses Ivri. Das ist nämlich die ganze, halt, bin ich denn doof, den brauchen wir hier. So, die Handlung, die Tat, das Walten, das Wirken, nicht zu verwechseln mit Esse. Esse ist auch Tun, Machen, Handeln. Das eine ist bewusst, das andere ist unbewusst. Das ganze Wirken, Machen, Tun, du erschaffst in dir deinen Traum. Und wie ein Computer benötigst du Programm und Daten, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt und dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist ein absolutes Nichts. Das Einzige, was du kannst als derzeitiger Brüssel rechthaberisch irgendwelche Thesen, Theorien nachäffen, die dir logisch erscheinen. Und ich sage immer wieder, was sollte denn sonst einem Computer logisch erscheinen? Dir kann nur die Logik erscheinen, mit der du programmiert bist. Einem Basic-Computer, der mit Basic-Betriebssystem arbeitet, dem werden letzten Endes nur möglich sein, alte Basic-Programme abzuspielen. Und sobald Windows-Daten in dich eingespielt werden, musst du sagen, das ist falsch, das ist verkehrt, das ist ein totaler Schwachsinn. Ich mache jetzt gerade, weil es mir einfällt, einen kleinen Sprung, weil es lustig ist. Ich zeige dir mal, was Basic ist oder DOS. Da mache ich jetzt das da mal hier, ganz kurz noch. Da machen wir mal Pong. Das ist eins der ersten Videospiele. 1972. Das ist übrigens sehr interessant. Ich mache jetzt extra dann nochmal den Pong auf Wikipedia auf. Das ist dieses Videospiel. Und wenn du jetzt das anschaust, interessant ist, dass also hier Schaltkreise benutzt wurden und keine CPUs. Ich, und jetzt rede ich bewusst eine raumzeitliche Udo-Geschichte. Ich habe dieses Spiel 1974 oder 73 nur mit 74er-Serie Schaltkreise aufgebaut. Das sind 74er-Serie, 74XX müsste das drinstehen. Das sind also hier nur kleine schwarze Chips, wo Unter- oder Oder-Gatter drin sind. Und dieses Pong sieht folgendermaßen aus. Das ist einfach der Regler, da kannst du die zwei Striche rauf und runter fahren und der Ball, der hier simuliert wird, je nachdem, in welchem Winkel der einfällt, man sollte das kennen, ist er mehr oder weniger schnell und das ist eigentlich die erste Form von Tennis. So, und jetzt machen wir da einen kleinen Sprung, jetzt machen wir mal ARD 1986, Computerzeit.
perspektivischen. Die eine ein Fernsehfilm, also ein Lehrfilm, wo hier die Weiterentwicklung von 1972 zu 1986, das war 1986 ein absolut aktuelles Videospiel des Sports. Bitte, wieso ich jetzt das laufen lasse? Ich für meinen Teil, ich rede jetzt einfach mal als Brösel zu Brösel, normal rede ich als Geist zu Geist. 1986 hatte ich als Udo selbstständig schon 6 Jahre mein Tonstudio. Ich habe Plattenaufnahmen gemacht, ein kleines Tonstudio mit Mehrspurmaschinen, mit riesengroßem Mischpult und so weiter und so weiter. Du musstest dir klar machen, dass 1986 Analogplattenspiele, es hat noch keine MD3-Player, keine klassischen, sind keine Groß-CD-Player, es hat alles noch nicht existiert. Was es gegeben hat, war Videospiele mit dem C64, das kann man jetzt, wie gesagt, mit Basic programmieren oder mit DOS. Und schau, achte bitte auf die Töne und achte auf das, was der Sprecher hier in dieser Fernsehsendung sagt. Unbedingt wichtig wäre zum Spielen, aber ein bisschen Applaus von hinten kann ja nie schaden. Aber was ganz interessant ist, das Spiel findet jetzt in einem dreidimensionalen Raum statt. Das heißt, der Ball fliegt nicht nur quer übers Bild, sondern er fliegt auch hoch und runter. Und das kann man immer daran sehen, dass der Schatten entsprechend größer oder kleiner wird. Also gut, jetzt stellen wir das ja wenn steichern und jetzt schauen wir uns ein Golfspiel an von damals. Genau zuhört bitte, was er sagt, soweit man das hört, in den guten Sound im Hintergrund. Machen. Es ist sehr bequem zu bedienen, ganz einfach mit der Maus. Beeindruckend ist, wie realistisch das Spiel dargestellt ist. Beeindruckend, wie realistisch das Spiel dargestellt wird. Das ist der Computerspielestand 1986. Du solltest jetzt einmal ein aktuelles Spiel mit einer offenen Welt und einer VR-Brille spielen. Das ist realistisch. Ihr seht schon die wunderschöne Grafik, wunderschöne Parkanlage, wunderschöne Golfplätze. Der Golfspieler ist auch sehr, sehr eindrucksvoll animiert. Das Ganze ist sehr schön in der perspektivischen Darstellung. Man bekommt wirklich den Eindruck von räumlicher Tiefe. Und selbst die Geräusche überzeugen, beeindruckend. Geräusche überzeugen. Ich glaube, das lassen wir gut sein. Es ist fast spaßig, wenn man das anschaut. Und ich rede hier nicht vom irgendwie vom Mittelalter. Es war 86, jetzt natürlich, wenn du hier erst in die 2000er Jahre geboren bist, ist das für dich ewig lange her, aber das ist halt das Problem mit dem Älterwerden. Ich wollte nur hier zeigen, was sich hier entwickelt. Aber das passiert in dir, da hast du keinen Einfluss drauf, aber letzten Endes ist es eine logische Weiterentwicklung, es ist ein Mandelbrot-Fraktal, es hat sich am Grundprogramm nichts verändert, es sind alles Selbstähnlichkeiten. Das heißt, wenn du jetzt an deiner Logik im Detail arbeitest und die Bildqualität besser machst in einem Programm, änderst du nichts an dem Grundprinzip einer unabhängig von dir zu sein scheinenden Welt, an die du glaubst. Du musst den Kern erkennen und jetzt ist es, wenn du deine Traumwelt verändern willst, ich sage, du bist in einer Matrix, du bist in einem Videospiel. Das beweist dir Holofeeling mit 100%iger Sicherheit, weil Holofeeling dieses Programm ist. So echt es auch ausschaut. Also diese Sache, das kann doch nicht alles in mir drin sein, musst du sofort streichen, diesen Gedanken. Es ist 100%ig sicher, dass wenn du überhaupt was wahrnimmst, du Geist, ich rede mit einem Geist, muss es deine Information sein und du bist der Einzige, der deine eigenen Informationen erlebt. Kein anderer erlebt das, was du jetzt erlebst. Es hört auch nicht irgendein anderer Mensch. Es hört sehr wohl derselbe Geist in vielen verschiedenen Versionen. Das hängt davon ab, welches Programm jetzt in dir läuft. Ich kann mir jetzt zum Beispiel, und das ist das, was ich Geistesfunk nenne, ich kann mir jetzt 1000 Menschen ausdenken, die sich dieses Video anschauen. Es ist immer derselbe Geist. Das ist das, wenn ich sage, der vom Bücherregal, sobald er zum Lesen anfängt, schlüpft er in eine Rolle. Achte auf das Wort Rolle. Wir sind schon wieder bei unserem Mom. Das heißt, in dem Moment, wo du dir deinen Körper jetzt ausdenkst, du kannst ja auch an jüngeren Körper denken, der baut auf einem Programm. Und dieses Programm werdet, wenn ich in dir Reizauslöser auftauchen lasse, in deinem Traum. Das Wort ist am Anfang mit einem Namen. Wenn du einen Namen hörst, denkst du an eine ganz bestimmte Person. Wenn du ein Hakenkreuz siehst, hast du, wenn du in dich reinschaust, das Hakenkreuz ist ja nur ein kleiner Reizauslöser, wo im Hintergrund immer ein Interpretationsprogramm was draus macht. Was ganz was Schlimmes oder was Heiliges. Das suchst du dir aber nicht raus, was dein Programm macht. Und was du aus meinen Worten machst, wenn du jetzt an einen
blauen UB denkst, ob das ein Oberspinne ist, der sich einbildet, der ist Gott, oder ob du erkennst, dass deine unendliche Weisheit zu dir spricht, nämlich deine eigene Weisheit, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Ich rede jetzt mit dem Geist, der sich das ausdenkt, und ich bin der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Aber diese Reflexionen, die du kriegst, werden ja jedes Mal gefiltert und interpretiert, und diese Interpretation macht der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Der bestimmt jetzt übrigens auch, an wen du denkst, wenn du dich selber denkst. Du denkst jetzt an einen ganz bestimmten Trockennasen auf dem Körper. Du Geist, der du dir jetzt dieses Video ausdenkst. Und es kann jetzt irgendwer sein. Denk einfach, du weißt doch, wer du bist. Glaubst du zumindest, der bist du aber nicht, das ist ein Gedanke von dir. Darum gilt auch dieser Satz, mach dir kein Bild von Gott für dich selbst. In dem Moment, wo du an dich denkst, taucht eine Information in dir auf. Du bist nicht diese Information, sondern der Geist rot, der sich das ausdenkt. Okay, jetzt kommen wir Hypnose. Das ist auch so eine Sache, da haben wir Hypnos. Dann haben wir Krankheit, das ist jetzt wesentlich wichtiger. Detlefsen war der Ansicht, dass der Mensch an sich krank, unheil und sündig und schuldig ist. Der Mensch, an den dieser Detlefsen jetzt denkt, und das ist so Kleinigkeiten, da ist die Frage, denken wir an den Adam, an das Gotteskind, den träumenden Geist, bewusst träumenden Geist, oder denken wir an Enosch? Das ist das klassische Mensch. Wie oft sage ich das noch? Mensch, gefährlich, heillos, hoffnungslos, tödlich, unheilbar krank. Das ist der Mensch, den du dir ausdenkst. Und ich sage jetzt ganz einfach, jeder Mensch, egal an welchen Menschen du denkst, zuerst einmal, an einen Menschen als Ding an sich kannst du nur das Wort Mensch denken, weil ein Mensch eine ganze Lebensgeschichte ist, ein Programm ist, nenne ich das. Du denkst, wenn überhaupt, denkst du an eine Person, an einen Körper. Und diese Körper sind unheilbar krank, hoffnungslos. Es sind einfach nur Informationen, die in dem Moment entstehen, wo du sie denkst. Und wenn du sie nicht mehr denkst, fallen sie wieder zusammen. Jeden Körper, jedes Ding, jedes Objekt, das jetzt in dir als Information auftaucht, geht dahin, wo es herkommt. Es fällt wieder in dich rein. Du bist immer, du Geist bist immer derselbe Geist. Und egal, was du denkst, es ist diese Welt der Gedankenwellen. Und jetzt müssen wir ganz kurz einmal das Wort krank eingehen. Ich gebe mal hier die Krankheit ein als deutschen Suchbegriff. Da haben wir jetzt schon mal 16 Datensätze. Das heißt, aktuell würdest du 16 in den Gematrie-Explorer, in den Wörterbüchern 16 verschiedene Wörter finden, die unter anderem Krankheit heißen oder als Rückübersetzung. Interessant ist schon mal unser dieses erste Wort für Krankheit. Da muss man jetzt ganz einfach wissen, dass Choll alleine gelesen das Weltliche ist, das habe ich tausendmal gesagt, das ist deine Krankheit. Das Weltliche. Weltliches, Profanes. Du wirst vor Angst zittern, wenn du da bist. Wobei diese Polaritäten, B eben, heißt eigentlich, die sind eigentlich flach. Schau bitte das Bild an, wenn ich es immer aufspanne. Und das J am Ende heißt mein Weltliches, das ist meine Krankheit und an der leide ich. Weil ich mich versuche in einem Traum als sterbliches Säugetier am Leben zu halten, obwohl ich ein ewiger Geist bin. Das bist du. Das ist ein Zustand, den du nicht erreichen musst, das bist du, du hast es bloß vergessen. Ich sage immer, es geht um Wiedererinnern. Du musst dich wieder an das erinnern, was du bist. Dann haben wir da nochmal, da ist Krankheit nur eine Rückübersetzung, Berührung, Gewaltart, Anrühren, Berühren. Du hast ja schon das Berühren, ich sage, du spitzt eine Rolle. Wäre sehr interessant, das genauer anzuschauen, aber ich will nicht so reinfahren. Es ist erst einmal das Wort für Plage. Und da haben wir jetzt nochmal wichtig, Plagen. Dieses Wort sollte und darf nicht nur geistlos negativ ausgelegt werden. Auch das Wort Leid. Ich sage, jedes Wort hat erst einmal eine rote und eine blaue Seite. Geistig gelesen, BLA heißt nämlich Wunder und Gen, Garn ist der Garten, das ist ein Wundergarten. Das sind geistige Arten, das sind Geistesfunken, geistreich zu denken. Das Wunder des geistigen Seins, das ist das eigentliche Wunder, was du selbst bist. Du bist Geist vor meinem Geist als Geistesfunken, ein ewiger Geist, ein ewiger Schöpfergeist und du kannst unendlich viel an deinem Traum verändern. Aber um den Traum zu verändern, und jetzt gehe ich wieder zurück auf die Computermetapher, musst du das Programm verändern, auf dem du läufst.
Und dir sollte klar sein, das denk dir jetzt einfach einen Jugendlichen oder einen Menschen, sprich, normal gelesen, der ein Videospiel spielt, eine offene Welt spielt, der hier praktisch seine Rolle spielt, sich mit dem Männchen in dieser virtuellen Welt in seinem Traum verwechselt, mit der Person, die jetzt vor dem Computer sitzt, und das ist der Fall bei dir nach wie vor. Wenn du an dich denkst, denkst du an den Körper, an den du jetzt denkst, an den aktuellen Körper. Dieser Körper ist nicht, also ich meine jetzt diese Figur, dieser Avatar in der Traumwelt, diese Spielerfigur, der Antagonist oder Protagonist, ist nicht in der Lage, das Programm zu verändern, auf dem letztendlich dieses Videospiel aufbaut. Der Spieler, den wir uns jetzt außerhalb dieses ausgedachten Traumwelt als Spieler denken, der ist ja auch noch in einer Traumwelt. Der Spieler mit dem Joystick in der Hand ist eine reine KI, ein reines Wert- und Interpretationssystem, das reagiert auf die Bilder, wenn er spielt. Der kann das Programm auch nicht verändern. Du musst eine Stufe noch in den geistigen Bereich reingehen, dass du zuerst einmal weißt, was du bist und wie du funktionierst und dass du es jetzt nur mit zur Anschauung gebrachten Informationen von dir zu tun hast. Selbst auch das, was auf deiner VR-Brille, sprich, was eine sinnlich wahrgenommene Information ist, und jetzt sage ich schnipp und jetzt denkst du an deinen Kopf und du drehst den Kopf um 90 Grad nach rechts. Und du wirst feststellen, deine sinnlich wahrgenommene Information verändert sich. Es wird der Monitor sich auflösen, den du jetzt die ganze Zeit vor dir gehabt hast in einer gewissen Empfindung, und es wird was anderes in Erscheinung treten. Du kannst den Kopf auch nach oben drehen, dass du nach oben schaust, dann ändert sich deine Information. Das ist schlichtweg und einfach aber programmiert. Auch was dann auftauchen wird, ist programmiert, weil alles in dir drin ist. Ich mache hier kein Märchen oder Science Fiction, das ist deine Zukunft, die ich dir anbiete. Dass du alles verändern kannst, du kannst auch die Naturgesetze verändern. Da werde ich noch genauer darauf eingehen, wenn man sehr physikalisch wird. Das ist immer nur eine Programmveränderung. Der große Trugschluss, dass unabhängig von dir da außen eine Welt ist mit gewissen Naturgesetzen, was dir Physiker weiß machen in deinem Traum. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Das sind die geistlosen Schwätzer. Am Beispiel mangelt es nicht. Da können wir jetzt noch runterfahren und du wirst dann merken, dass wir hier jetzt Koll, jetzt haben wir nur das Waff reingeschoben, jetzt kommen wir in das Sandige, ich sage immer Sand, Land, Rand und so weiter und so weiter. Dann kommst du in die Höhle, das ist auch eine Erkrankung, eine Krankheit. Da haben wir unser HBH. Das O mit dem Bündchen drüber ist das W. Das doppelt aufgespannte L heißt auseinandergeschmissen. Und du bist in einem HBH-Lichtraum. Dieses blaue Licht, das ist angeblich dieses Licht, das du siehst, das da außen von Leuchtkörpern, von Sonnen abgestrahlt wird. Zeig mir dieses Licht. Es ist ein komplett großer Trugschluss zu glauben, dass irgendjemand dir schon Licht zeigen kann oder ein Laserstrahl. Das, was du siehst, habe ich tausendfach erklärt, ist was anderes. Ich sage als Kind, als Narr immer bloß, zeig es mir doch ganz einfach. Zeig mir, dass sich die Sonne bewegt. Beweise mir, dass du dich auf einer Kugel befindest, die sich um die Sonne rumdreht. Wäre dir das klar, wäre der ganze Umweltschutzwahn vom Tisch. Die Welt, die du dir ausdenkst, WLD ist ein polarer Rand und die ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Die geglaubt haben, die Welt ist eine Scheibe, jetzt ausgedachterweise von uns in die Vergangenheit gedacht. Immer dran denken, alles, was du zu sehen bekommst, bekommst du hier und jetzt in dir selber zu sehen. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass in dem Moment, wo du an was denkst, sich in dir eine Information aufbaut, die ist hier und jetzt in einem roten Kopf und du verstreust es um dich herum in Raum und Zeit. Das lasse ich gut sein. Dass dieser Mensch ist krank, sündig und schuldig, das ist er. Und ist es doch nicht, weil man immer zwei Seiten braucht. Weil jeder Mensch, den du dir ausdenkst, ist ein Da-Sein-Müssen. Einfach die vorhergehenden Selbstgespräche, ich wiederhole das gebetsmühlenhaft, ohne Erbarmen. Egal an wen du denkst, an was du denkst, es entsteht in dem Moment, wo du es denkst und ist genauso, wie du es denkst. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Menschen sich auszudenken, wo du dir denkst, die sind so gescheit, oder die sind so blöd. Sie sind, sie existieren, sind. Da ist der Sinusöffnung, diese Sinusöffnung schon da. ND heißt übrigens, existierende Öffnung heißt auf- und abschwingen in Vibration. Die sind in dem Moment, wo du sie denkst, diese Menschen, diese Affen, und die sind genauso, wie du sie denkst. Im Positiven wie im Negativen, das ist immer gleich. Und wenn du dich dann drüber aufregst, wieso versteht es keiner, du verlangst von einem Gedanken von dir, den du dir denkst, den du dir dumm denkst, dass er was versteht.
Begreife endlich, Gedanken oder Informationen werden nie irgendetwas verstehen und sie kriegen das nicht mit, dass du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Ganz einfach. Es ist zu einfach. Es ist dieses Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Nein. Was einem im ersten Moment als unmöglich erscheint, ist, wenn du die Lösung siehst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht und du wirst sagen, ich bin ja mein ganzes Leben im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig gewesen, weil ich nicht selber denken wollte. Ich habe immer nur nachgeschaut, was andere denken, weil ich meinte, die wüssten mehr wie ich. Ein Gedanke kann nie mehr wissen wie der Denker. Du kannst jetzt dummerweise welche ausdenken und dir denken, die sind ja, der ist ja so gescheit, der weiß ja so viel. Und ich habe immer so oft erklärt, in dem Moment, wo du dir diesen Gescheiten ausdenkst, gehört, schau das kleine Bild, da gehört zu dem Gescheiten ein Dummer. Und dir ist gar nicht bewusst, dass du dich dabei selbst zum Dummen machst. Du, MM übrigens, du bist zwei Facetten gleichzeitig, dann bist du vollkommen. Diese Beziehung verwendet er synonym, um aufzuzeigen, dass Krankheit nicht eine zeitweilige oder umgehbare, unliebsame Störung sei, sondern vom Wesen des Menschen impliziert. Und jetzt ist es interessant, das Wesen des Menschen ist der Adam, das ist der Geist. Und die Krankheit ist keine unliebsame Störung, sondern ein Geschenk. Du musst nur wissen nochmal, dass Krankheit ist mein Weltliches. Wörtlich übersetzt ist Choll ist das Weltliche, ganz normal. Wir gehen nochmal in andere Wörterbücher, wenn du das meinst, dass das hier in irgendeiner Form gedrückt ist, Weltliches, Profanes. Fängst du an vor Angst zittern, preisgeben, zugänglich machen. Ungeweihtes, ungeweiht, sich im Wirbel kreisen, im Wir, im ist das Meer, El Hayom, wir in Gott, das ist El Hayom. Wir drehen uns, wir kreisen uns, wir sind aber im Zentrum. Darum hast du zum Beispiel hier bei dem Kol, wenn du in den Wehen liegst als Frau und ein Kind auf die Welt bekommst, dann liegst du in der Regel in einem Kreissaal. Das sind keine Zufälle, keiner kennt die Sprache. Menschen interessieren sich für alles Mögliche, was man sehr programmiert hat, Welt retten zu wollen. Gut, böse, all der ganze Kack. Kack ist Exkrement. Und das Geschenk ist die Krankheit, es ist das Weltliche, das ist deine Traumwelt. Ich schenke dir eine komplette Welt, die von dir erschaffen wird, im Maße dessen, wo du dein Programm benutzt. Man begreift nicht, dass Krankheit das kostbarste Gut der Menschheit ist. Es ist ein Riesengeschenk, es ist die Traumwelt, die du kriegst. Erklär das einmal einen, der den Hintergrund der hebräischen Sprachradix nicht versteht. Ja. Menschsein, es ist das Menschsein in einer Welt, die du dir selber um dich herum ausdenkst, schlechthin macht diese Krankheit erst möglich. Und dass nur der Kranke heilbar ist, ein extrem wichtiger Satz, glaub mir, auch ein von dir ausgedachter Detlefsen hat davon nicht die geringste Ahnung. Weißt du wieso? Weil Gedanken prinzipiell von nichts wissen können. Du kannst die gescheit denken, weise denken, es bleiben Gedanken, die nur in dem Moment existieren, wo du sie denkst. Kleine Spritze, die aus dir rausspritzen und wieder in dich hineinfallen. Das ist hundertprozentig sicher. Du wirst mit dem Zustand dich irgendwann einmal engagieren müssen. Wenn du mich jetzt sprechen lässt, bist du Geist von meinem Geist, du bist ein Gott. Nur wenn du mich sprechen hörst und du hörst mich jetzt sprechen, kannst du sofort überprüfen. Mich, ein M-Ich, ein gestaltgewordenes Ich. So, jetzt ist es ja so, wieso ist die Krankheit haltbar? Weil zur Krankheit, wir machen jetzt einfach mal krank und gesund. Die Heiligkeit ist der Punkt in der Mitte, das habe ich so oft erklärt. Du brauchst beide Seiten. Und wenn du nur immer gesund sein willst und das Kranke bekämpfst, wirst du bis in alle Ewigkeit unheil bleiben. Und erst wenn du den Mittelpunkt, diese Heiligkeit erreicht hast, lasse ich in dir eine vollkommen neue Welt auftauchen. Wir hören uns diesbezüglich dann nochmal den Detlefsen an, aber in einer anderen Vorlesung. Den Detlefsen ist einfach nur Lautsprecherstimme, eine Figur in deinem Traum, ganz abstrakt, die ich dir träumen lasse. Du musst deinen Fokus verlagern auf den träumenden Geist. Die Krankheit macht den Menschen heilungsfähig in Verbindung mit der Gesundheit, die du anstrebst. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Doch dazu muss sie durchwachsen.
werden, die Welt. Wie kann ich eine Krankheit durchwandern? Ich muss wissen, dass die Krankheit ist meine Weltlichkeit, meine Welt um mich herum, meine Traumwelt. Ich muss diese Traumwelt durchwandern. Und da haben wir schon wieder, die generiert sich in einer Kollektion, doppelt aufgespannt, AND, erst auf- und abschwingend sind der Weg der Existenzen. Bild, 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 Moment, 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 Gedanke, 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 Geräusch, Geräusch, Geräusch. Egal was da ist, ist immer jetzt und das nächste Information zerstört die bestehende Information. Du kannst diesen Weg nicht umgehen. Du musst das Leben durchleben, solange bis ich dich wach werden lasse. So wie die Krankheit ein mikrokosmischer Sündenfall ist, muss die Heilung auch ein mikrokosmischer Erlegungsprozess sein. Das Makrokosmische, das kriegen wir dann erst in einer höheren Ebene. Jetzt als groß und gleich gesehen. Alpha ist der Anfang, das ganz Kleine, und das Omega ist das ganz Große. Das Omega. Dieser Unheilszustand wiederum sei damit verbunden, dass der Mensch nicht alle Bewusstseinsinhalte oder Seinsprinzipe gleichzeitig verwirklichen könne. Doch kannst du bist ein Quantencomputer. Du denkst mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn dir irgendwelche Physik- oder Mathematikprofessor irgendwas geistlos nachäffen und sagen, wie wahnsinnig schnell ein Quantencomputer ist, dann haben die noch nicht gecheckt, dass ein Quantencomputer ein sogenannter Parallelrechner ist. Das heißt, dass er jede Berechnung jetzt gleichzeitig macht. Da ist überhaupt keine Geschwindigkeit mehr da im klassischen Sinn von Raum und Zeit. Dass irgendwas von A nach B eine gewisse Zeit dauert. Ein Quantencomputer ist ein Parallelrechner. Der kann nicht schneller sein wie das Licht selbst, und Licht ist eine Transversalwelle. Da bin ich ein bisschen drauf eingegangen, das ist so extrem fehlerhaft. Mom, was sich die Physiker ausdenken, schon aufgrund der Tatsache, dass sie meinen, das Zeug ist da außen und nicht in ihnen drin. Okay, diese nicht gelebten Pole werden verdrängt und dann kommst du in ein Schattendasein, und das lasse ich jetzt. Ich bin so extrem oberflächlich, glaub mir, jeder kleine dieser Absätze wäre es wert, dass wir uns da 2-3 Stunden drüber unterhalten, und du wirst Wunder erleben über Wunder ohne Ende. Machen wir jetzt weg. Da wollte ich auch die Partie, das wäre jetzt so ein Wort, die Sympathie, die Homöopathie, Allopathie, das ist das Leid. Und du wirst feststellen, wenn wir das Partie, wir haben in dem vorhergehenden Selbstgespräch, habe ich angewähnt, das Wort historisch, dass das Wort historisch genauso wenig mit Vergangenheit zu tun hat, ganz im Gegenteil, so wenig wie das Wort Mathematik mit Rechnen zu tun hat, dieses Wort Partie heißt zwar Leid, aber du wirst dich wundern, was aus dem Wort Partie wird, wenn wir das uns ganz, ganz genau anschauen und da 2 Stunden uns damit beschäftigen. Und es ist streng arithmetisch aufgebaut, machen wir jetzt aber auch weg. Diese Kirche heißt Kavanna, die baut jetzt auf, die Kirche des neuen Jons, die hat er rein zufällig in der öffentlichen Geschichte 1996, ist genau der Tag, wo ich als UB bei mir meinen Laden zugemacht habe und nur noch Holofilien gemacht habe. Das läuft immer alles synchron, und zwar geht es hier um den Tempel des höchsten Gottes, die baut auf Isaac Luria. Da müssen wir ganz, ganz kurz reinschauen. Das ist klassische, moderne Kabbala. Nur in erster Linie Kabbala. Wohlgemerkt, Holophilien geht mit allen divinatorischen Systemen, göttlichen Systemen, ob jetzt das Astrologie ist, ob das Tarot ist. Es gibt eine Unmenge von Systemen, wo du überhaupt noch nichts gehört hast. Und das ist jetzt die moderne Form, die Isaac Luria Akademie. Haben wir übrigens, wenn wir anfangen, hier unseren Denach. Das ist die hier. Das ist das Denach-Programm. Das hier, das ist von der Isaac Luria Akademie. Könnte ich dir mal den Briefverkehr zwischen mir und den Abraham von Dunen und den Isaac Luria, der ist ja schon gestorben. Diese Verbesserungen an dem Programm, was er mir schreibt, das ist eine jüdische in Rotterdam, Rotter, eine rote Reihe. Rotterdam, Adam. Der Nomen ist Omen, da außen Cut. Du hörst jetzt wieder Worte und du denkst dir was aus. Das ist das Erste, was ich von dir fordere. Brauchst du keinen Intellekt, du machst immer wieder Cut und du machst dir bewusst, was jetzt im Moment da ist. Das Klingelingeling-Beispiel. Und dann kannst du genau beobachten, wie du aufgrund von Reizauslösern, auf die du keinen Einfluss hast, sofort reagierst. Das sind Worte, ob das Geräusche sind oder ob du optische Worte siehst, Hakenkreuz, Symbole siehst und du denkst dir was aus. Und das, was du jetzt aufbaust in dir, hängt von deinem Intellekt, von deinem Programm ab. Das Einzige, was ich hier kurz sagen will, dass hier dieser Itzak ist ein Ashkenazi. Da kommt das Wort Ari her.
Der Ari, die Aria, meine Karin, meine Ariane, die immer auf den Videos teilweise dabei sind. Das ist ein askenasischer Rabbi. Und jetzt müsste man sich, was ist Askenas? Schauen wir mal schnell. So müsste es geschrieben werden. Was habe ich verkehrt gemacht, Reda? Ja, ich bin im Überlegen gerade. Was habe ich denn vergessen? Einen Moment. Da bin ich ja, da will ich reingehen. Machen wir es einfach so. Siehst du, nobody is perfect. Askenasischen Juden. Ah, kein Kind hier. Den Affen, den hätte er mal jetzt sparen können. War doch fast richtig. Jetzt. Aschkenas. Mhm. Ist es Ken? Ist es Fundament von Facetten? Asch ist es Feuer. Asch ist es Feuer. Und das heißt, dieses Ken ist unser Fundament. Mhm. F unter, immer dran denken. Die Welle unter, die Facetten sind Wellen, unter auf Lateinisch. Mendior, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Und das kommt das erste Mal, das schauen wir uns ganz kurz an, in Genesis 10,3 vor, was in Deutschland übrigens 3. Oktober Tag der Deutschen Einheit ist. Das ist es Deutschland. Es gibt auch noch Sephardische. Das sind die Ibrischen. Ibri ist, obwohl das iberische Halbinsel die spanischen Juden sind. Mhm. Spanisch, das kommt mir spanisch vor. Das sind die sephardinischen Juden und das sind die askenasischen Juden. Mhm. Jetzt bitte wieder cut. Ich rede nicht, dass da außen irgendwelche Menschen sind oder waren und dass da ein Spanien gibt. Espani heißt die Schwellen deines Ichs. Da steckt in dem Wort Spanien, steckt eigentlich diese logischen Gedankenwellen deines Ichs, das ist Spanisch. Dann sagt man auch, das kommt mir Spanisch vor. Und die askenasischen, das schauen wir doch gleich einmal hier, Genesis 10,3 haben wir doch. Diese Askenas ist hier in der Bibel einfach nur ein Volk. Und zwar sind es die Söhne Gomers. Für einen Redo als alten Bibelkenner ist da ganz Kleinigkeit, wir schauen mal, wer der Gomer ist. Das heißt, und mein Sohn Gomer. Und geht da was auf? Das heißt, der Gomer, er brachte es zu Ende, er vollbrachte es, er vollendete es. Das ist der eine, der das alles vollendet. Das ist Gomer, aber dieses Gomer ist vorne mit einem G geschrieben. Das Wort Gomer gibt es im Hebräischen auch mit einer 70 vorne geschrieben, die als G ausgesprochen wird. Was ist dann Gomer? Der Faschismus. Das Faschismus, genau. Das Galgenbinden. Genau. Das ist Gomorra. Gomorra. Ja. Gibt es zur Zeit in Sodom und Gomorra. Das ist Sodom und Gomorra. Und das sind die, die es vollenden, mein Sohn, der es vollendet, der Gomer ist der Aschkenas. Das ist der Deutsche. Der Deutsch-Ibrik kann. Das wäre jetzt übrigens ganz interessant. Dann haben wir nochmal einen, der dazu kann, der Rippert. Das ist hier Eigenname, wenn du das übersetzen willst. Interessantes. Ich könnte jetzt da sehr reingehen. Rest in Peace. Wir schauen uns den nochmal. Hier, wenn ich ihn angib, ist er nicht drin bei den Juden. Mhm. Aber es ist durchaus in den Wörterbüchern drin. Wenn wir hier den Rippen machen, das heißt Brotleib. Können wir übrigens auch in normalen, das ist nicht, dass da was eingefallen ist, das ist also hier, ich nehme jetzt hier, das sind jetzt die verschiedensten, zurzeit gängigsten, hier, das sind alles verschiedene Wörterbücher aus verschiedenen Zeiten. Schau, das Riff zum einen, der Leib, B, rot wissen wir, rot ist der Adam im Adam. Und im Adam ist ein Leib. Und du musst jetzt irgendwann einmal diesen Leib, den Brotleib, im Adam ist ein Leib. Und das heißt auch Rest in Peace. Ruhe in Frieden und Pri ist die Frucht von Eden. Geh in diese Ruhe, dass du wieder zurückkehrst nach Eden und da bist du, du hast es nie verlassen, du hast es nur vergessen, weil du meinst, du müsstest in deiner Traumwelt als sterbliche Säugetier rumlaufen. Das kannst du nach wie vor machen, wenn ich sage, da musst du dich einfach nur zu einem Schauspieler machen, der auf die Bühne geht. Und jetzt wäre natürlich auch hier das wieder, sich genauer anzuschauen, wäre extrem wichtig. Diese Kavanna-Geschichte, all das ganze Zeug, wenn wir hier in diese reingehen, wo Detlefsen sagt, ich bin kein Guru, ich habe einen Guru.
Er hat einen großen Inspirator, den er angezapft hat. Menschen, wenn du jetzt über Detlefs Max selbst seine Gegner haben ihn, das ist eine Macht gewesen rhetorisch. Ein wandelndes Lexikon. Könntest du auch sein. Du müsstest bloß wissen, dass alles, was du dir ausdenkst, aus dir selber kommt. Der Ari lebt. Er baut auf dieser Lehre von Itzhak Luria auf. Und das ist also hier, jetzt hast du mal der Glaube an Reinkarnation. Und schon das Wort Reinkarnation ist eine Sache, Carnatio, eine Geburt. Es wird jedes Wort für sich wird so unglaublich selbsterklärend. Dann geht es hier Ödipus, das Ödipus-System im Griechischen. Alles verknüpft sich mit Holofeeling, sogar arithmetisch deshalb, dass du dir einfach klar machen musst, dass hier, ich erzähle dir etwas, das sind Zahlen, hier stehen zum Beispiel nur Zahlen. Das ist nichts anderes wie das, das sind eigentlich nur Zahlen. 6, 1, 30, 5, 400, 6, 30, 4, 5, das Ganze kann man noch zusammenstellen. Das ist ein Computerprogramm, ein sehr komplexes. Da weiß deine Welt nichts davon, auch die Esoteriker wissen nichts davon. Halt, wo wollte ich denn hin? Kleinen Moment. Ich will nur ein paar Sachen noch angreifen. Da geht es um den höchsten, ich sage um den absoluten Gott auf der Suche nach seiner verschlorenen Schechina. Das sind alles so kabbalistische Sachen und dann geht es nun vom Schattengott. Das ist auch so eine Sache, was das Wort bedeutet. Eigentlich heißt es hier ursprachlich, das ist jetzt kein, kann man ganz tief in die jüdische, alte jüdische Mystik rein, das Yalt, da kann ich jetzt noch nicht, der Gott, da steht JLD, das ist das Kind und das kommt Dobabo, das Kind, das in dem Dobabo lebt. Das ist der Schattengott, der Schatten wirft. Und da geht es um 555 Teufel und wir haben immer wieder zwei Seiten. Wir können noch mal ganz, ganz kurz, pass auf, ich mache mal nur den vollen Wert, machen wir mal hier die 555. Und dann wirst du schon feststellen, da baut sich jetzt was auf, das bist du. Da bist du! Du bist einer dieser 555 Teufel. Das heißt, du erniedrigst dich zu einem Säugetier. Interessant ist jetzt der Adler. Wo befindest du dich jetzt? Du befindest dich jetzt in der angeblichen Bundesrepublik Deutschland. Wappenzeichen? Das Wappenzeichen, schau das Wort Wappen an. Das P ist auch F. Das ist ein Affenzeichen. Da gibt es im Hebräischen zwei Wörter für Adler. Das ist hier der Nescher. Der Nescher, der Adler. Nescher heißt aber nicht Adler eigentlich, sondern Gänsegeier. Ich sage Pleidegeier. Fallobst. Abfall. Sich häuten. Du musst dich jetzt häuten. Abgehen. Ausfallen. Das ist das große Problem dieser Adler, der eigentliche Adler, das ist die gute Seite, die rote Seite. Das Sein ist der Logos im Kopf, der rote Logos im Kopf. Eine Existenz, die nur logische Berechnungen anstellt, diese geistlos nachäfft. Die kannst du vergessen. Wir haben in dem Wappenzeichen einen roten Adler, das ist Schor, der seiende Befehlshaber, existierend ist hier verkehrt übersetzt. Das müsste blau sein. Das ist das Fallobst. Das ist noch die alte Schreibweise. Du wachst, das ist noch nicht umgestellt. Das ist Abfallen. Es ist aber hier letztendlich dieser Gänsegeier. Gyps Fulfus. All diese Namen, da ist dieser Gyps, das ist das Y, ist Ups, das ist der Geist, UB, es wird zur Raumzeit. Und das ist dann Gubinos, Kurzform. Und das kann man immer rot und blau machen. Und dann wirst du feststellen, das Fulfus ist rot-gelb. Der Rode, der Adam, ist der Geist von Gott zur Zeit als kleines Ich, der hier in sich Polaritäten, Mom, Ende, zwei Gestaltwertungen aufschmeißt. Und die werden aber immer wieder abfallen. Und da kommt dann das Blätterrot-Gelb, das immer rot-blau liest. So, das lassen wir jetzt gut sein. Ich wollte nur zeigen, dass hier, wo war man, bei der Kavanna, der Todesbaum, da ist hinter jedem einzelnen Wort so ein unendlicher Komplex. Den Oskar Rudolf zum Beispiel, wenn ich hier mache, den Mystiker, der Sprachrohr eines Geistwesens, das ist ein Mystiker, zu dem hat ein Geist gesprochen. Und es ist ja eigentlich, dieses Hebräisch-Ivri ist ja so einfach, wenn wir in das Sanskrit gehen, das ist Atma Anupadaka. Da müsstest du jetzt wirklich mal in Sanskrit gehen, das Atman, der Geist, der zu ihm spricht, Atma ist das Rote Selbst. Wir machen jetzt ein Selbstgespräch. Ich spreche jetzt zu dir, eigentlich zu mir. Ich erzähle es denen, der sich das jetzt ausdenkt und ich denke mir jetzt dieses Ding aus. Bist du schon ich? Jetzt sind wir natürlich im roten Bereich.
Dieser Anu Dubdaka heißt eigentlich, der nicht von Eltern geboren wurde, glaube ich. Warte mal schnell, wir schauen das mal ganz kurz noch. Das ist übrigens interessant, da gibt es auch ein Dukka. Abdukka heißt eigentlich hier, der aus sich selbst entstanden ist, auf Sanskrit. Mhm. Muss mal ganz, ganz kurz, gehen wir mal, ob wir da was finden. Im Deutschen wird das schwierig sein. Englisches haben wir, da kann es sein. Schauen wir mal das Englische an. Ich tue das automatisch übersetzen. Anubhutaka ist ein Wort theosophischer Literatur, Palatski, elternlos, keine materiellen Eltern haben. Ein Selbst, das keine materiellen Eltern hat. Vatuka ist der in sich selbst, der sich selbst aus sich selbst produziert. Da bitte, frag. Ja. Habe ich gescheit recht gehabt? Stark. Ein spannender Film. Das ist also hier, jede Kleinigkeit, wenn du da reingehst, baut sich extrem auf. Aber das machen wir jetzt alles weg. Wir lassen das jetzt einmal hier gut sein. Und jetzt pass auf, was ich mir jetzt vorgenommen habe, als Kleines. Ich habe jetzt drei Kavanna-Vorträge. Das ist aus diesen drei Stück. Hören wir uns mal ganz kurz rein, was er hier sagt. Ein Gigant in der Sprache. Schaffe ich alles. Erleuchtung, Frage der Zeit. Ich übe nur noch länger. Ja, ich atme auch da noch mal. Er zieht hier über Esoteriker her. Nach ganz bestimmten Konzepten. Und ich mache noch dies und dann faste ich und dann esse ich kein Fleisch mehr. Und ihr werdet staunen, was ich schaffe. Ich komme immer weiter, ich entwickle mich gerade. Ich bin auf dem spirituellen Weg. Ich bin gerade in der Entwicklung. Es sind die Idioten, die sich in die Stille meditieren wollen, die versuchen mit irgendeiner Technik das zu erreichen, was sie eigentlich sind, wenn sie wüssten, was sie sind. Atma. Keine Technik. Auch Osho, alle, die Techniken machen und verkaufen, und da ist er kein bisschen anders. Ganz nebenbei, jetzt alles, was er spricht, ich sage, du, das, was meine Prediger predigen, mach nicht das, was ihr selber tut. Die Kavanna-Kurve, jetzt mache ich in Anführungszeichen, wie die 96 gegründet wurde. Wenn du da eintreten wolltest zu Vorträgen, es hat einen Vortrag gegeben, 14 Tage, glaube ich, 14.000 Mark kosten. Ich habe einen jungen Busch bei mir im Laden gehabt, wie ich meinen Laden noch hatte zu der Zeit. Er wollte da unbedingt hin und hat die Kohle aber nicht gehabt. Und diese Kirche ist das Prinzip der Freimaurer, der Rosenkreuzer. All diese ganzen Sekten bauen in den Hierarchien auf, wie in der Politik, wo es dann bessere gibt. Die sind dann oben gewesen in der Kirche und das Fußvolk unten. Und dann wurden Rituale gemacht, habe ich gehört. Ich erzähle jetzt nur bei der Cut. Cut heißt, du hörst jetzt Worte und du baust jetzt Vorstellungen, jetzt in dir Vorstellungen aufgrund der Worte, und das sind Märchengeschichten. Es ist gleichgültig, ob du ein Geschichtsbuch liest oder ein Märchenbuch oder einen Roman und den Braun liest. Es sind Worte da und diese Worte erzeugen, du bist ein Computer. Diese Worte machen in Maßsetzung deiner Wortauslegung und Vorstellungskraft hier und jetzt Informationen in dir. Das war's. Das ist das, was ist. Und für diese Informationen gibt es kein Vorher und kein Nachher in existierender Form. Alles ist entweder auf der Datei gleichzeitig in einem Kontinuum oder es taucht jetzt als ein Spritzer, als eine Gedankenwelle auf, die sofort mit dem nächsten Gedanken wieder ausgetauscht wird. Das muss in dir installiert sein, sonst bist du nicht frei. Also gut, er hat Rituale gemacht mit weißem Gewand. Er ist ein hier zieht er über Esoteriker her und macht im Prinzip dasselbe. Es sind die zwei Seiten, wobei beides stimmt. Wir schauen uns das gleich noch genauer an. Da wurde ein Bettlaken mit Blut bespritzt, habe ich gehört, bei welchen, die dabei waren. Und es ist auch in der ganzen Homöopathie. Er erklärt es ganz super. Das, was er spricht mit Holofeeling, ist hundertprozentig vollkommen. Ich sage jetzt nicht einmal richtig, weil so richtig gehört verkehrt. Auch dieses Prinzip, dass du zwei Seiten brauchst, hör mal ganz kurz rein. Ich bin zu höheren Ebenen. Ja, ich spüre schon sehr Energy. Ach, es ist alles. Und der Wahnsinn beginnt. Der Wahnsinn, der religiöse, der esoterische Wahnsinn, weil du nachäffst und allen voran der naturwissenschaftliche Wahnsinn. Ich bin ein sterbliches Säugetier, ich wurde in der Vergangenheit von einem Affenweibchen geboren. Und ich befinde mich auf einer Kugel, die sich um die Sonne herumdreht, und das ist alles hundertprozentig sicher bewiesen. Ich schiebe noch mal ganz kurz rein. Würde man wirklich wissen, was hundertprozentig sicher ist, dann müsstest du keine Erdkugel retten von irgendwelchen kapitalistischen Idioten. Nehmen Sie bitte in aller Klarheit zur Kenntnis, die ganze ESO-Szene ist ein reiner Wahnsinn.
Und ich sage ganz und bin nicht bereit, an irgendeinem Punkt eine Ausnahme zu konstellieren. Es ist die ganze ESO-Szene, und ich erweitere das, die ganze religiöse Szene, Moslem, Zeugen Jehovas, Katholiken, egal was du dir ausdenkst, cut. Es sind einfach nur Vorstellungen, die genauso sein werden, wie du dir das denkst. Die ganze Naturwissenschaft, Wassermoleküle, elektromagnetische Strahlung, Protonen, Quarks, ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Geistlos nachgeäfft und vorgestellt in seinem Kopf. Beweis es mir, zeig es mir. Und dann ist nahezu alles weg, was du bisher geglaubt hast. Halte dich einfach an das, was hundertprozentig sicher ist. Und wenn du das cut machst, unterscheidest du dich von all den Bröseln, die du dir ausdenkst. Als erstes, dass du weißt, die sind nur, wenn ich sie denke, ich bin immer. Ich bin aber deshalb immer, weil ich was bin. Ich bin. Das ist das rote Ich bin. Das als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann, sonst wäre ich eine vergängliche Erscheinung in mir selber. Das ist der Fall, wenn du an deinen Körper denkst. Und ich kann dann hundertprozentig sicher sein, dass ich nicht an den Wahnsinn glaube, weil ich von Moment zu Moment das überprüfen kann, was ich dir jetzt erzähle. Nur Wahnsinn, galoppierender Wahnsinn. Gall. Die Welle, ob ist ob. Galoppierender Wahnsinn. Deine Wellen, die aus UB, El Hayom, Gott im Meer entspringen, sind ein galoppierender Wahnsinn. Auch ein ausgedachter Jesus, der durch Raum und Zeit reist. Ich bin immer hier und jetzt. Ich war es vor 2000 Jahren und ich bin es immer noch. Im Meer noch. Ruhend. Enchet, der Noah. Das ist übrigens auch interessant, wenn wir den Noah uns anschauen, mit der Deba, der das Wort bringt. Deba ist das geschriebene Wort. Das ist auch der Kasten, das Geheimnis. Jedes Wort, sage ich, ist eine Kiste, wo hier tausende von Informationen drin sind, wenn du das auffächerst. Das in die Arche gibt es reine Tiere. Da dürfen 7 rein, 7 weibliche und 7 männliche von den reinen. Und von den unreinen Tieren darf bloß 2. Das heißt, die unreinen Tieren müssen sich zuerst einen, dass sie reine Tiere werden. Und das, was jetzt hier mit 7 übersetzt wird, heißt natürlich nicht nur 7. Da haben wir schon, da ist ein Aussieben mit drin. Das Wort 7 ist da wesentlich vielfältiger, aber das wird jetzt wieder zu weit führen. Da weiß keiner in deiner Welt, was dafür. Und ich werde dir sagen, wieso. Weil die in der Welt, die du dir ausdenkst, können bloß das wissen, was du denen, die du dir ausdenkst, zusprichst. Jeder Mensch, den du denkst, ist wie eine Kiste und er wird so sein und das wissen, was du dir denkst. Und wenn du es denkst, ist er hier und jetzt. Genauso wie du ihn denkst. Dagegen wirkte die Wissenschaft noch manchmal erfrischend nüchtern. Gegen das, was auf der anderen Seite gibt. Manchmal noch erfrischend nüchtern. Wobei es dieselben Haupttaucher sind. Ich sage es Ihnen in dieser Schärfe, weil Sie eventuell dort näher stehen. Und wenn es Sie irgendwo hingeführt hat, ist es ja in Ordnung und sind es Treppenstufen gewesen. Aber trennen Sie sich, wenn Sie einen gesunden Weg und eine gesunde Entwicklung suchen. Und wenn Sie nicht im Wahnsinn enden wollen, trennen Sie mit aller Schärfe von dieser Richtung. Von jeglicher Art von Esoterik, jeglicher Art von dogmatischer Esoterik, dogmatisch geistlos nachgeäfften Glauben. Wie oft sage ich, Holofeeling ist weder geistlos nachgeäffter religiöser Glaube, esoterischer Glaube und schon gar keine geistlos nachgeäffte Naturwissenschaft. Den lassen wir mal gut sein. Machen wir mal den hier. Bisschen reinspringen, selber vortragen. Ja, und ihr werdet staunen, was ich schaffe. Ich komme immer weiter, ich entwickle mich gerade. Ich bin auf dem spirituellen Weg. Ich bin gerade in der Entwicklung. Ich bin zu höheren Ebenen. Ja, ich spüre schon sehr Energy. Ach, es ist alles so. Und der Wahnsinn beginnt. Halt, jetzt habe ich, glaube ich, einen verkehrten Anklacks. Kleinen Moment, den brauchen wir. Sprache, heilige Lehre, heiliges Wort wirkt ja, wie ein homöopathisches Mittel. Es muss erst mal bei Ihnen sein, dann wirkt es. Das brauchen Sie nicht wissen, das brauchen Sie nicht verstehen. Sie müssen nicht wissen, was Staphylococcus ist, wenn man es Ihnen gibt. Sie müssen nicht mal wissen, dass man es Ihnen gibt. Es genügt doch, dass es wirkt. Und wirken tut es, wenn es Sie erreicht. Wenn man heilige Lehre vorliest, und der entscheidendste Punkt ist, dass es anfänglich über das Ohr in den Menschen eintritt. Das sind die Ohrenbarungen. Es geht hier, wenn du weiter vorne hörst, geht es eigentlich zuerst einmal hier um den Tenach, die Tora, um die hebräische Bibel. Wenn man das liest, du musst das gar nicht verstehen. Es wirkt schon einmal, wenn du das in dich reinlässt. Dann wirkt das Wort. Und das vergleicht jetzt mit der Homöopathie. Das Wort wirkt in dir, es arbeitet in dir. Umso mehr du dich damit beschäftigst, wird es einen Prozess auslöst. Der Mensch bräuchte nicht mal der Sprache mächtig sein, in der es geschrieben ist.
Er braucht schon gar nichts verstehen. Es muss eindringen durch die Hörpforte. Und dann beginnt Wirkung. Flüssige Buchstaben wirken. Flüssige Buchstaben heißt letztendlich, dass aus geschriebenen Buchstaben Geräusche werden. Das heißt, das geschriebene Wort, der doppelt aufgespannte Ort, schaut es an, wird jetzt hier zu einem symbolischen Sinus. Der wird flüssig, das waren Longitudinalwellen, wobei die extrem trügerisch sind, weil es gleichzeitig ist. Ich will ein eigenes Video drauf machen, was für ein großer Fehler ist, wenn du den Einheitskreis anfängst, unbewusst, ich betone unbewusst, zu einem Sinus zu machen, wo angeblich zuerst der Berg kommt und dann das Tal kommt. Das ist ein Grundprinzip, es gibt keinen Wellenberg ohne ein Tal und die kann man schon nicht nacheinander. Was auftaucht, taucht jetzt auf und hat immer einen Hintergrund. Einen gleichzeitigen Hintergrund. Und dann, wenn wir stehende Wellen machen, die ganzen Physikvorträge in dem Oszilloskop, in dem Gespräch, wo ich glaube ich mit dir gehabt habe, das vorhergehende Redung. Wenn ich weiß, was ein Oszilloskop ist und ich habe zwei Wellen in einem Zweistrahler und ich messe dann aus, dass die Welle ja hier, und dann messe ich hier so und so viele Nanosekunden später ist die Reflexion. Nein, das Bild ist jetzt. Jedes Bild, alles, was du siehst, siehst du jetzt. Das ist auch jetzt, so wie die Worte, wenn du eine Seite vor dir hast, gleichzeitig da sind. Die kommen nicht zeitlich nacheinander. Es ist eine extrem trügerische Interpretation. Deswegen meint es auch wörtlich der Satz, denn heilige Lehre ist Leben und alles andere ist... Denn heilige Lehre ist Leben. Und jetzt ganz interessant, die heilige Lehre schreibt sich mit EH und das E von dem, wir können aus dem H ein E machen, ein He. Das und dann ist die heilige Lehre. Hör genau zu. Beginnt Wirkung, flüssige Buchstaben wirken. Deswegen wir, Ken ist das Fundament, dass wir uns etwas über Lego und Lügen verbreiten. Mentor, Mens, tausendfach erklärt. Die Experimente. Das heißt, Ex, es tritt etwas heraus, das ist um dich herum, das ist jetzt deine Traumwelt, die du dir ausdenkst, die aber nicht da außen ist. Zweites Gebot halt, mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde und glaub mir, ich werde dich jetzt schonungslos abstrafen und jetzt muss ich schmunzeln, nein, würde ich nie machen, weil ich Liebe bin. Du wirst dich selber schonungslos absprechen, wenn du diese göttlichen Gesetze, die ganz einfach sind, wenn du die missachtest. Bis jetzt habe ich dich immer noch in Schutz genommen. Ich lasse jetzt volle Breitseite deinen Glauben in dir verwirklichen, deinen fehlerhaften Glauben, bis du anfängst, dir Gedanken zu machen, was bin eigentlich ich und was sind meine Gedanken. Und es ist so einfach zu erkennen, was ändert sich eigentlich an mir, wenn sich meine Informationen verändern. Existieren meine Informationen eigentlich auch dann, wenn ich sie nicht denke? Existiert ein Osterhase, wenn ich nicht an den Osterhasen denke? Existiert, wenn ich jetzt an ihn denke? Aber existiert er auch dann, wenn ich nicht an ihn denke? Die Erdkugel, existiert die eigentlich, wenn ich nicht an sie denke? Mein Gehirn, mein Körper, existiert das? Es ist doch offensichtlich, dass nur das da ist, was jetzt existiert. Aber jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist das Flüssigwerden. Meint es auch wörtlich der Satz, denn heilige Lehre ist Leben und alles andere ist tot. Denn heilige Lehre, das ist der Punkt in der Kammer Obscura, das ist das Leben. Das Innere, das ist das Nichts, das zu etwas wird. Allah, das ist das Wort dafür. Verbunden, verstreut. Gleichzeitig, plus 5, minus 5, HWH. Heilige Lehre wandelt den Menschen zum Leben. Mit ihr die Lehre wandelt dich an einer Wand, Spiegel, Hüben, Rohrhaus, Hütte, Rohrhütte, Hüben. Letzten Selbstgespräche machen, Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong. Wir sind wieder bei unserem Pong. Wir können das Ganze auch hier ganz einfach Dick-Dack nennen. Dick, wie ich, Dick heißt Mittelpunkt, Dack. D heißt der Wachraum, K heißt dein. Dein Wachraum ist Dack und ja. Dick ist die Mitte. Dack, Dick. Dack, dick, dack, dick. So funktioniert das Spiel. Kann ich dir zeigen, wenn man Wörter und Zahlen einsetzt. Wir Physiker nennen das, es ist ein multistabiler, ein astabiler Multifibrator. Muss er in Berührung, muss er in Kontakt kommen. Er muss bei der Berührung in einem, da rührt es, berührt dich. Was ist, wenn dich etwas berührt, dann will dich etwas auf, dich will, dich rührt etwas um. Die B-Rührung, zwei Phasen, muss zur Ruhe kommen. Das ist das Menstruum, würden die Alchemisten sagen. Menstruum, Mens ist schlichtweg und einfach. Dieses Mens, da habe ich schon Mandy
Mensch, und Mensch, ist das da mal denken, wir haben ja da zwei Sachen. Das Mensch ist deine Sinnesart, ganz interessant, das ist übrigens im, wir kommen dann ins Sanskrit, Men, Minimi, Menos, der Menos-Dialog, das ist schon ein Aufwillen, ist Mate. Mate heißt das gelernte Wissen, erzeugt deinen Sinn und deine Gedanken. Du kannst nur das, was du auf dem Arbeitsspeicher hast, kannst du zu Bildern machen. Das erzeugt den inneren Sinn. Raumzeitlicher Intellekt besteht immer aus zwei Existenzen. Der Sinus. Die Conditio sine qua non heißt aber, es ist eigentlich, der Hintergrund ist nichts. Mens animi. Das ist dein Animi. Das ist Sinn, Gemüt, wenn wir jetzt runterfahren und du wirst jetzt feststellen, dann kommst du zur Mensa, Tisch. Ganz interessant, eine Erscheinung fängt an zu existieren, das etwas aufstellen, das Mensa. Da kommt dann die Tafel, Loch. Das Loch. Kommt von Lach, die Lebensfrüchte, das führt dich zum Essen. Esse, tun, machen, handeln, aufnehmen. Jetzt haben wir das Gericht und du wirst jetzt der Wechseltisch, jetzt wechselt es ständig, der Spieltisch wechselt von einem fort, ein Opfertisch, denk an das Welt, all Gott und seine Reiche, seine Spiegelwahrnehmungen, die hin und her schwingen. Dann kommst ein öffentlicher, OFF, zwei Facetten, die zum Kreisen anfangen, wechseln sich ständig ab. Es kommt dann Mond, Sonne, Mond, hell, dunkel, der Mensur und das ganze Menstrua, jetzt kommt schon die Menstruation, die Monatsblutung, Menstrus, monatlich, jetzt ist natürlich, was denkst du bei dem Wort Monat? Du bist so, denk wieder an das Hakenkreuz. An was denkst du bei dem Hakenkreuz? Jetzt kommen wir schon langsam in unseren Tetraederspiegel, wo sich das abwechselt. Haben wir doch gerade gehabt, das D-Dreieck ist eigentlich ein Viereck. An das griechische Denken. Jetzt das Maß, die Größe, messbar und das Ganze hier, diese Umwandlung. Das ich dementiere der Trugschluss, das ist die Experimente, Mendio, die Erwähnung, die Erinnerung und dann kommen wir hier zu Mendior, das war jetzt Fabeln, sich ja, gegen die Wahrheiten lügen, das haben wir ja gehabt, täuschen, interessant, ich höre da meistens, das habe ich schon sehr oft gezeigt, du musst weiter runterfahren, jetzt beginnt nämlich das Versprechen. Was hast du eigentlich versprochen? Ich verspreche dir etwas. Ist das bloß was Positives oder wenn ich mich verspreche, stelle ich das doch richtig? Okay, leugnerisch, treulos versprechen, nachahmen. Ich nenne das auch nachäffen, weil das Ganze erdichtet wird und jetzt kommt was Interessantes, jetzt kommst du zum Vorspiegeln. Diese ganze Vorspiegelungen von falschen Tatsachen. Die Vorspiegelung von falschen, trügerischen Tatsachen. Ich müsste jetzt nur wissen, dass das Wort falsch vom Wort Faller kommt, die Welt ist das, was der Fall ist. Das ist der Betrug, die Betrügereien. Und diese falschen Tatsachen, die du dir ausdenkst, die du dir vorspiegelst, und das muss ich jetzt ganz kurz noch zeigen, das ist ganz einfach unser hebräisches Wort für sehen, schauen, das natürlich auch die Lunge ist. Da müsste ich irgendwann einmal fragen, wieso heißt sehen eigentlich Lunge? Gucken. Ganz einfach. Das Deutsch gehört dazu. Es ist die denkbar dabei, deine Vorstellungen, Spiegelungen, Darstellungen. Da kommt es her. Es ist alles nur Wahn. Das, was wandelt. Gehen wir weiter zur sechsten Grundsäule, die vier Welten. Das ist jetzt Kabbalah, Ulam Azilut, Ulam Asia, bla 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 bla. Den hören wir noch kurz rein und dann lassen wir es gut sein. Wir müssen als erstes, wenn wir von Gut und Böse sprechen, eigentlich unterscheiden zwei Arten von Gut und Böse. Das, was die Menschen in dieser Welt gut und böse nennen, ist in Wirklichkeit ein reines Polaritätsphänomen wie Tag und Nacht. Und die Nacht ist nicht böser wie der Tag und der Tag nicht böser wie die Jetzt Nacht. Jetzt kommt die Spiel, Sonnenschein und Regen, was ist besser, Frau Kampauer, Gesundheit oder Krankheit? Du hast bei vielen dieser Aussagen eine Einseitigkeit, die dich total blind macht. Und das ist das große Problem. Und du wirst irgendwann mal darum sagen, ich drehe alles um 180 Grad.
Das ist das, was die Fähigkeit, dass ich zuerst schaue, wie du auf was reagierst, ob du das gut oder schlecht findest, und dann dreh das. Weil jede Vorstellung, mein, das ist ein Beispiel, jede Vorstellung von richtig, das Ding hat keinen Henkel. Wenn das für dich richtig ist, dann lebst du in einem Fehler, in einer Fehlerhaftigkeit. Wenn ich jetzt aber sage, das hat einen Henkel, weil ich die Kehrseite, das Verkehrte, wenn ich behaupte, das hat einen Henkel, dann ist das verkehrt. Das ist das Wort verkehrt, das ist einfach nur ein anderes Wort für pervers. Und die Menschen, die du dir ausdenkst, die sind im wahrsten Sinne des Wortes pervers, die sind verkehrt. Die sind so irre. Wenn ich immer sage, das Wort Recht heißt rechts, richtig, aufrichtig. Für die ist das Rechte das Verkehrte. Das ist das Entheiligen von Worten. Linke Einstellung. Links heißt umgedreht. Umgedreht, einfach nur umgedreht, gespiegelt. Draußen ist keine Welt, es ist ein Matrix-Programm und du musst es auch keinem Menschen, den du dir ausdenkst, erklären. Wieso? Weil du würdest versuchen, einen Gedanken zu erklären, dass er nur deshalb ist, weil du ihn denkst. Genau. Das wäre das, wenn ich es immer so mache. Wo kommen die zwei Hände her? Kannst du den Händen, die du jetzt auf dem Monitor hast, irgendwas erklären? Geht nicht. Hand übrigens ist JD, eine intellektuelle Öffnung. Da hast du Jodim, sind zwei Hände. 5 und 5, Hobbyhau. Plus ein Geist. Jeden Wochen, wenn du in die Holo-Arithmetik gehst, beweise ich dir arithmetisch, dass du in einer Matrix bist. Jedes Bild, deine Vorstellung, in dem Anfang ist das Programm. Du kannst nur das denken, wie ein Computer nur Bilder aufschmeißt, was er im Arbeitsspeicher hat. Und du hast alles, das ganze Internet, sag ich, ist Gott, hast du in dir. Du kannst kein Wissen von außen in dich hineinschaufeln, weil dein Außen, das Existierende, ist deine Information, die nur in dir, in deinem roten Kopf ist, auch dein Kopf, an den du jetzt denkst. Diese Pixelköpfe oder jetzt sinnlich wahrgenommen auf der VR-Brille, die sind ja nichts anderes. Das Prinzip ist ein Programm. Und das ist das Neue, das ich in dir freischalte, wenn du mir vertraust. Dazu musst du aber jetzt was opfern. Darum ist die Welt, WELD ist ein polarer Rand, ein Brandopfer. Darum ist auch in dem Wort Schöpfer ein bewusster Schöpfer weiß mit seinem Logos, dass er die Logik, blau gelesen, opfern muss, um eine neue Logik zu kriegen. Und jetzt ist es Schöne, dass das Opfer nicht heißt, dass irgendwas unsinnig ist. Das ist meine Sache mit dem Buchstaben H. Ja. Ich ändere an dem H nichts, wenn wir das erweitern. Ich erweitere mit Holofeeling, ohne dass ich irgendeinen Gedanken, ohne irgendeine Kleinigkeit, ich sage, kein Spritzer geht verloren, der gehört zum heiligen Ganzen. Es werden keine Feindbilder bekämpft. Ich liebe meine Feinde. Ra. Ra, ich weiß aber, dass das meine Freunde sind. Es sind Zellen von mir. Schatten. Einfach nur Schatten. Wenn du begreifst, dass du das eine Licht bist, das nicht flackert. Ich sage immer, die Lampe im Projektor ist das rote Licht. Und egal, welchen Film du jetzt, welchen Traum du erlebst, welcher Film in dir läuft, statt einem Computer, nimm jetzt ein Dia-Projektor. Wir projizieren das einmal um uns herum, diese Bilder. Das ist immer wieder, die Lampe ändert sich nicht, egal welche Datei, welcher Mensch zurzeit abgespielt wird, welches Menschenprogramm, diese Lampe ist immer dieselbe Lampe. Und jetzt haben wir unsere Verschränkung, dass das, was auf der Leinwand im Kino flackert, flackert im selben Maß in dem Dia, in dem Auseinanderschmeißen, in dem Projektionsdia, in dem Auseinanderschmeißen. Das ist, ja, wie kann der da wissen, was der da macht? Ja. Und beide, die wir uns ausdenken, sind immer an derselben Stelle. Das ist die Verbindung, darum funktioniert es. Und wenn ich jetzt meine, ja, das mit Lichtgeschwindigkeit und es sind ja 30 Millionen Lichtjahre dazwischen, das sind nur Worte. Ja. So, und jetzt denk an eine Erdkugel. Cut, wisch und weg. Jetzt denkst du an einen Stecknadelkopf. Cut, wisch und weg. War jetzt das Kapitelchen, der Stecknadelkopf größer oder kleiner in deinem Kopf wie die Erdkugel? Wie groß ist die Erdkugel, wenn du sie nur denkst? Existiert die überhaupt, wenn du sie nicht denkst? Kugel, Konsonante Radix KGL, wie eine Welle. Und Punkt. Sonst noch Fragen? Nee. Es ist tausendfach gesagt und da werde ich jetzt ein bisschen, jetzt kommt wieder dein Interesse, Interesse, jetzt denke ich mir einfach Programme, es ist immer derselbe Geist, du Geist, stehst und fällst mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt und der schreibt jetzt erst einmal vor, was dich interessiert, was für dich von in der Esse ist. Letztes Selbstgespräch hören, Esse ist tun, machen, handeln. Ist auch die Masse, die du in dir erschaffst.
Und das Inder heißt eigentlich, ich werde etwas losmachen, etwas in mir aufwerfen. India kann man direkt absolut nachschauen in Wörterbüchern. Ja. Und das ist natürlich, dass manche sagen, die interessieren sich, die sind ganz heiß auf Physik, andere sind mittlerweile dabei, sich mit dem Wörteraufwächern zu beschäftigen und andere haben weder an dem noch an dem Lust. Ist vollkommen okay, bloß du musst dann akzeptieren, dass du noch ein sehr unreifer Geist bist. So wie halt ein Säugling an anderen Sachen Interessen hat wie ein Schulkind und ein Schulkind wieder an anderen Sachen Interesse hat wie ein pubertierender Jugendlicher und ein Erwachsener in den Wechseljahren interessiert sich wieder für ganz andere Sachen. Aber es ist natürlich, dass das Ego, und jetzt kommt das große Problem, das Ego wehrt sich ohne Ende. Ich muss fast nochmal einschalten hier, ich mache jetzt einen Cut, raumzeitliche Sache. Köppel, ganz aktuell heute Morgen, bei euch in der Schweiz, eine Universität in der Schweiz hat jetzt veröffentlicht eine Studie, wie unendlich krass Impfungen Folgeschäden haben. Und jetzt hat die ganze Impflobby hat sich hier aufgeführt ohne Ende und machen das jetzt nieder. Und die Uni rudert jetzt mit ihrer Studie zurück. Die macht der Impflobby. Ich kürze das nur zum Abschluss. Es ist erst einmal Cut. Die einzige Lösung für den ganzen Wahn ist, dass du dir bewusst machst, was jetzt da ist. Du denkst dir jetzt wieder auf Orten eine Schweiz aus, eine Impflombe aus, Impfungen, die schädlich sind oder nicht schädlich sind. Das sind nur Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Da außen ist nichts. Du träumst jetzt. Du musst dir keine Gedanken machen um irgendwas, was in deinem Traum auftaucht. Mach dir jetzt erst einmal Gedanken, wer ist es, der das erlebt und kann der vernichtet werden. Und dann wirst du ganz erkennen mit hundertprozentiger Sicherheit, wenn du weißt, was du bist, dass nichts und niemand dich zerstören kann. Ja. Du bist nämlich der einzig verbindende, als einzig verbindender Parameter für alles, was in dir auftaucht, bleibst du ständig unverändert, derselbe Geist. Der ist eben eine Nicht-Existenz, darum kann er auch nicht zerstört werden und er ist alles, das ist diese Energie, E-Quadrat, das sind wir zwei, die wir eigentlich eins sind. Ja. Bewusst und unbewusst, das ist der Unterschied. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt normal gesprochen zu dir ganz einfach sage, das Spiel mit Impfbefürworter und Impfgegner, die in dir jetzt auftauchen, weil ich sie in deinem Traum auftauchen lasse. Zuerst einmal, ein Pinsel malt ein Bild, ein Geist träumt, alles was auftaucht, ist ein Dasein müssen, so wie es geträumt wird. Und du als jetzt ausgedachter symbolischer Träumen, Simperlein heißt zusammengeschmissen, indem all deine Gedanken in einem Punkt zusammengeschmissen werden, aber immer noch ausgedacht. Du als symbolischer träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Es ist ein Daseinmüssen. Es ist einfach jetzt, weil du es denkst. Aber wenn du jetzt das nachforschst, haben wir wieder zwei Seiten, wie beim Klingeling-Beispiel. Du wirst feststellen, dass die ganzen Schwubbler, die von Anfang an, und jetzt denken wir uns seit Zeitspanne der letzten fast 3 Jahre, auch seit es dieses Corona-Phänomen in deinem Traum gibt, all die Ärzte, die aufgestanden sind, die niedergemacht wurden, ohne Ende, die von vornherein gesagt haben, das ist Wahnsinn, das ist nur Lüge, dass die niemals, auch nur einmal mit dem Zeug, die haben nur Ärger gekriegt mit dieser Aussage, mit diesem Charakter, mit dieser Charakterstärke haben die nur ihr Leben versaut, teilweise wirklich in ein Chaos verwandelt, weil sie charakterfest geblieben sind. Und all die, die jetzt noch bis zum heutigen Tag Impfbefürworter sind, all diese Ärzte, kannst du sofort nachprüfen, haben ein Schweinegeld damit verdient. Allen voran auch die ganze Presse. Es ist ein Dilemma zurzeit da, dass die auch nicht mehr zurückrudern können. Die können das bloß immer beschwichtigen, niedermachen, die Impflobby, das ist das Ego. Jetzt schau in dich rein, wer du bist, was du für einen Werdegang hast, wie dein Ego sich aufbäumt, das, was du die bittere Pille, was du schlucken müssen, weil sonst wirst du leiden. Du wirst nicht andere belügen, sondern dich selber belügen und das würde ich jetzt ablatschen. Ich habe das nochmal gesagt. Es wird Leid, unendliches Leid in dir erzeugen, wenn du jetzt nicht die Größe hast. Innerlich, es geht nicht, du kannst mit Brüsseln innen, du musst dich nicht hinstellen und öffentlich sagen, ich habe gelogen. Du musst es innerlich richtig stellen. Du musst das ausgleichen in dir, in deinem Charakter. Auch du hast, wenn du Arzt bist, Geld damit verdient. Ohne Ende. Obwohl du vielleicht geahnt hast, dass da nichts stimmt, aber das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ohne Wenn und Aber. Jeder, der jetzt noch für das Impfen ist, hat damit Geld verdient. Auch die ganze Presse. Ich mache ein kleines Beispiel. Jetzt aktuell, denke ich mir, gestern Abend schaue ich Fernsehen, unsere Impfkampagne von unseren Lauterbach 800 Millionen, das sind 0,8 Milliarden, 800 Millionen Euro, eine Kampagne, einfach primitive Filmchen, die jetzt hier tonnenweise 6-mal gelaufen gestern Abend.
auf verschiedenen Kanälen mit unterschiedlichen Sachen, übrigens in Privatsendern, nicht in öffentlich-rechtlichen, in Privatsendern. Und dann zähle ich ganz schlichtweg und einfach zusammen, wie viel diese Werbung, die Filmchen zum Herstellen, das hat ja so gut wie überhaupt nichts gekostet. Es ist ja ganz primitive Filmchen. Wenn sich jemand hinstellt, ich habe mich impfen lassen, weil. Es ist schlichtweg und einfach eine Geldüberweisung von 800 Millionen an private Sendeanstalten. Steuergelder. Ich bleibe jetzt mal rein, bewusst bröselig. Es ist wie viele, viele Sachen, wo der Staat irgendwas unterstützt, ist eigentlich bloß Geldüberweisung, ist ein Umschichten von Geld. Wobei ich jetzt immer wieder sage, Geld ist sowieso bloß heiße Luft. Kann man auch rot und blau lesen. Geld ist für diese Menschen Gott. Und das war noch nie anders, auch bei euch in der Schweiz. Jetzt ausgedachterweise. Immer, das muss ich, wenn ich das dazu sage, du musst es installiert haben, dass du das nochmal mal mit dir denken musst, dass im tiefsten Innern genau das drin ist. Das ist immer wieder, wenn ich sage, schnipp, und jetzt denkst du an deine Beine und du musst wissen, die sind jetzt, weil ich sie denke, und es muss in dir, ohne dass du dir die Frage stellst, installiert sein, dass nur das existiert, was jetzt da ist, und alles andere ist in der Einheit. Du bist im Meer alles. Bis auf das, was du dir jetzt ausdenkst. Das bist du natürlich auch, aber nur als zuvor gewordene Information, die sich aber an dem heiligen Ganzen, an dem Kontinuum ja nicht verändert. Du fokussierst dich rein, du machst dich zu einer Parzelle, zu einem kleinen Stückchen vom heiligen Ganzen, indem du an irgendwas denkst. Das ist egal, an was du denkst. Das bedeutet Holophilie. Du willst mich sehen, dann schau irgendwas an und dann siehst du mich, weil ich du bin. Das, was du sehen kannst, ist nämlich eher ist eine Verbindung zwischen Denker und Ausgedachten. Das ist der Adam. Aber das, was du bist, ist weder der ausgedachte Denker noch die ausgedachte Information des Objektes, du dir jetzt ausdenkst, ist immer was Objektus, was hingeworfen ist, sondern die Einheit, aus dem diese Zweiheit entspringt. Das ist ein simples Prinzip. Und jetzt ist es das natürlich auch die Presse, jetzt normal gedacht, die du dir ausdenkst, dieses schäbige Spiel mitmachen musste, und ich werde dir sagen, wieso. Weil diese Presse auch nur was Ausgedachtes ist, ein Dasein müssen in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt, die ich dir jetzt träumen lasse. Ich bin schuld, ich nehme mal die Schuld auf mich als Programmierer. Wenn ich ein Videospiel, eine offene Welt programmiere, ist da ein Riesenkomplex, was du daraus aus diesem Komplex dir ständig in einer Wiederholung auf dem Bildschirm holst, das bestimmst du. Ich habe dir doch den Joystick in die Hand gegeben. Das ist, wenn ich sage, du bist der Richter über alles und jeden. Die Richtungen, wo du dich hin orientierst, die werden von dir bestimmt. Ich zwinge dich doch nicht, dass du dieses oder jenes glaubst. Das ist bei Holofeeling prinzipiell. Auch wenn das viele nicht passt, Holofeeling sagt dir nicht, was du glauben sollst. Holofeeling sagt, cut, schau nach, was jetzt da ist. Und mach dir ganz klar bewusst, es ist zuerst einmal deine Information. Und dann mach dir bewusst, wo kommt das eigentlich her? Aus mir, präziser, aus diesem Minimalintellekt, den ich zum Denken benutze, und alles, was meiner Logik widerspricht, bekämpfe ich. Jetzt erinnere dich, cut, und jetzt machen wir einen Gedanken Vergangenheit und so spiel Bong, dann diese tolle, realistische, dreidimensionale Darstellung von dem Golfspiel. Das ist basic. Das, was du jetzt auf deiner VR-Brille laufen hast, hast Windows. Das ist Holofeeling. Ich muss natürlich mit dir im Basic reden, weil du läufst ja Basic-Betriebssystem. Darum sage ich dir, der Unterschied, was du jetzt als Simulation und auch Simulation, die du aber nahezu nicht mehr, wenn du moderne VR-Brille aufhast, in der feinsten Technik, die jetzt Stand 2022 möglich ist, sage ich immer wieder, du hast Schwierigkeiten, einen Unterschied zu sehen. Das ist technisch möglich. Diese Monitore haben nahezu die Pixelauflösung von dem menschlichen, die Zäpfchen im menschlichen Auge sind dann halt nur Lämpchen. Das ist Windows. Und wenn ich jetzt sage, deine gigantische Welt auf deiner jetzigen VR-Brille ist ja das Programmierung, kannst du kannst nicht von unten nach oben sehen, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert, wenn ich dich wach werden lasse. Das Spiel haben wir innerhalb des Lebens, erkläre ich immer wieder. Der Säugling, der in die Windel macht, kann sich nicht reindenken in die Welt eines Kindes, das mit 6 Jahren in die Schule kommt. Und das Kind kann sich nicht reindenken in die Welt eines 15-, 16-Jährigen, der anfängt, in die Disco zu gehen. Zumindest dahin will. Und so weiter und so weiter und so weiter. Egal wie alt du bist, das Prinzip kann man auch als 13-Jähriger verstehen. Und das Spiel spielst du alleine. Du musst keinen überzeugen, halt deinen Mund. Du musst dich erinnern, was du bist. Das ist ganz klar und ganz einfach.
sofort überprüfbar und du musst einfach immer schauen, immer wieder Cut machen, wenn du dich wieder von deiner Logik in die Irre führen lässt, dass du dich über was aufregst, aber hüte dich, dir das abzugewöhnen. Wie oft ist auf alten Selbstgesprächen drauf, jeder Beobachter, der irgendetwas beobachtet, ist ein blindes Arschloch. Und dann mit der Erweiterung, und ich garantiere dir, es wird je nachdem, wer du jetzt bist, 20 bis 30 Jahre dauern, bis du den Satz verstanden hast. Der mit dem Beobachter, der nicht einverstanden ist, der ist ein blindes Arschloch. Jetzt hast du dich versprochen. Ja. Bitte? Nicht, habe ich gesagt, einverstanden? Ja. Habe ich ein Wort vergessen? Ja, du hast Hör sie noch mal an, ich habe genau hingehört. Ja. Sag ich nicht immer, ich will, dass ihr genau zuhört. Ja, klar. Immer wieder, jeder Versprecher ist wichtig. Ein Fehler. Nein, worum es mir geht, dass du zuerst einmal dir klar machen musst, wer ist eigentlich ein Beobachter? Es gibt kein ausgedachtes Objekt, was bewusst was beobachten könnte. Das heißt, was du Mensch nennst, ist nichts anderes wie eine Überwachungskamera. Aber die kriegt das nicht mit. Eine Kamera sieht ja nichts. Die Messgeräte, wo die Physiker immer sagen, unsere Messgeräte, Messe, nochmal Messe heißt vom Tun, Machen, von Handeln. Es ist, Gedanken erleben nicht das, was du glaubst, bis dort, dass sie erlebt haben. Deine Hand erlebt nichts, wenn du mit dem Hammer drauf haust. Dein Zorn spürt nichts, wenn du Schmerzen hast. Dein Kreuz, all die Sachen. Nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Versteh einen aller einzigen Satz. Und das ist der Einzige. Du bist der Einzige, der deine ständig wechselnden Informationen erlebt. Und ich behaupte jetzt, dass du Geist, ich rede immer zu einem Einzigen, zum selben Geist. In der Computermetapher hängt jetzt aber sehr davon ab, wer du zu sein glaubst. Das heißt, welches Programm in dir läuft. Und du erlebst jetzt mit dem Redo-Programm was anderes wie mit dem Holger-Programm oder mit dem Karin-Programm oder was anderes mit dem Helga-Programm. Oder jetzt kann man Namen sind austauschbar, sage ich immer wieder. Du hast was anders auf der Verabredung und du interpretierst die Worte anders. Du wirst bei manchen Aussagen Fragezeichen in dir auftauchen, da komme ich nicht mit und anderer sagt, jetzt erzählt er das schon wieder. Das ist doch schon tausendfach erzählt, das ist doch durch, das habe ich doch verstanden. Das ist diese breite Palette, wo ich sage, und die meinen, jetzt können wir den Dunning-Kruger-Effekt, dass die meinen, die hätten was verstanden, da garantiere ich dir, die haben am wenigsten verstanden. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Du hast es dann verstanden, wenn du das zum Leben anfängst. Das heißt, wenn du wunschlos glücklich bist. Kannst du beschwören, dass du wunschlos glücklich bist? Es gibt, ich habe vor 30 Jahren schon gesagt, es gibt nichts, was man für Geld kaufen könnte, was ich haben möchte. Es gibt überhaupt nichts, was man für Geld kaufen könnte. Ich bin wunschlos glücklich. Und wenn ich dann immer dazu sage, ironisch, und wenn ich jetzt ein Gott wäre und hätte die Macht, wie ein Gott alles zu verändern, anders zu machen. Ich wüsste nicht, was ich an dieser göttlichen Schöpfung besser machen sollte. Wenn du das beschwörst im tiefsten Innern und wenn ich jetzt in mich hineinschaue mit dem Udo-Programm, schmunzle ich bloß, ich bin der Gott, der das erschaffen hat. Und was du dir jetzt klar machen musst, dass ich behaupte, dass ich du bin. Da steht einer hinter einem, der ein Buch liest. Total versunken in sein Buch. Für ihn existiert die Welt um ihn herum nicht. Für ihn existiert nur die Welt, die aufgrund des Wortes, er erlebt auch nicht, dass er da sitzt und ein Buch in die Hand hat und einfach nur in ein Buch Worte anglotzt. Wenn du hinter dem stehst und ich den beobachte, merke ich, dass der gar nicht merkt, dass er einfach nur da sitzt und umblättert. Weil in seinem Kopf offensichtlich das abläuft, sich abspielt, wie in einem Kino, was die Worte machen. Das ist der liest. Und ich bin der vom Bücherregal. Und ich klopfe jetzt von hinten auf die Schulter und mache mal die Augen, dass er nicht da ist. Sehr gut. Das ist WhatsApp und ICH. Das ist das Einzige, um was es momentan geht. Das ist kein esoterisches Geschwabbere, dass man sich in die Stille, in den Frieden meditieren, möglichst nochmal wiedergeboren werden müssen. Ich sage, Mensch, da sind noch so viele Bücher, so viele Leben, die du durchleben kannst. Das macht dann absoluten Spaß, auch einmal andere Rollen zu spielen, einen Guten, einen Bösen, einen Mann, eine Frau, eine Hübsche, einen Hässlichen, eine Hässliche, egal was, du kannst alles spielen. Der ganze Genderwahn ist vom Tisch, wenn du weißt, ein Geist ist nicht nur positiv männlich, negativ weiblich oder wie man es auch immer nennt. Er ist Geist, er ist Schöpfer. Und er begibt sich in seine eigene Schöpfung. Er legt ein Narrenkleid an, ein Fetzenkleid und spielt seine Rolle mit Genuss. Klingt jetzt unendlich einfach und ich verrate was, es ist so einfach.
Man muss bloß wissen, wie. Und du wirst feststellen, nichts ist einfacher wie das, nichts ist einfacher wie träumen. Weißt du wieso? Du musst gar nichts tun, das passiert von allein. Genau. Es war noch nie anders. Ja. Also wie kannst du sagen, das verstehe ich nicht, das begreife ich. Du magst es doch schon die ganze Zeit. Symbolisch jetzt, wenn du an deinen Körper denkst, du isst, du genießt das Essen, wenn es dir schmeckt, dann wieder Essen, die dir nicht schmecken. Du bist schon wieder einseitig. Und dann macht dein Körper alles perfekt. Der zerlegt jetzt, hat man dir erzählt, tiefe Symbolik, Gaster. Der Magen, das ist der Davids dann. Der Magen Davids. Die Gastritis. All das, die Worte werden, plötzlich hast du dieselben Worte und du denkst an komplett andere Sachen. Das ist wie der Verzauberung der Welt. Und der Schlüssel liegt in der Neugier. Du musst jetzt auf alles neugierig werden, was dich bisher überhaupt nicht interessiert hat. Genau das ist wichtig. Das, was dich interessiert hat und was du glaubst schon zu kennen, wiederholst du nur, weil du das Neue, das Verkehrte, das Perverse, das Umgedrehte, die Kehrseite nicht wahrnehmen willst. Und das, diese Einseitigkeit wird deine Welt zerstören. Die muss zerstört werden. Ich habe nicht das Bedürfnis, Deutschland zu retten. Die Euro, die EU, den Körper. Da gibt es nichts bei Existenzen, gibt nichts zu retten. Du kannst die wiederholen, bis sie durchschaut sind und dann machen wir uns vollkommen was Neues. Schweiz auch nicht. Lass dich einfach überraschen, lass dich drauf ein. Lebe dein Leben normal weiter und die Zufälle und die Möglichkeiten, die ich in dir auftauchen lasse, ergreife sie. Oder lass es sein. Und? Gott. Ja.